Schönen guten Abend zu Ihnen allen nach Hause, heute Abend zu einem Webinar. Mein Name ist Helena Hollenhorst. Ich darf heute Abend hier die Moderation übernehmen und wir haben ein sehr spannendes Thema heute Abend, nämlich Pferdefütterung in verschiedenen Haltungssystemen, Chancen und Herausforderungen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir eine Expertin heute für diesen Vortrag gewinnen konnten, nämlich die Konstanze Krüger. Herzlich willkommen, Konstanze. Schön, dass du da bist. Hallo. Und ja, ich würde sagen, du kannst dich gerne direkt mal vorstellen, dann steigen wir mal so ein. Genau, also hallo zusammen auch erstmal an die ganzen Webinar-Teilnehmer. Ich bin Konstanze Krüger, ich bin Professorin für Pferdehaltung an der Hochschule in Nürtingen-Geislingen und den Pfosten habe ich jetzt seit 12 Jahren. Von der Ausbildung her bin ich eigentlich ausgebildete Tierärztin. Ich habe das Studium abgeschlossen und auch in der Tiermedizin promoviert, also eine Doktorarbeit geschrieben. Danach bin ich in die Biologie gewechselt und habe mich dort zum Thema Pferdeverhalten und geistige Fähigkeiten der Pferde habilitiert. Ja, und letztendlich bin ich dann eigentlich in der Agrarwirtschaft gelandet, also in der Pferdehaltung und unterrichte das eben jetzt an der Fachhochschule in Nürtingen. Das heißt, meine Kerngebiete sind eigentlich Pferdehaltung, Pferdeverhalten und geistige Fähigkeiten der Pferde. Und deswegen möchte ich heute Abend auch mal einen etwas anderen Ansatz an die Pferdefütterung wählen und mit Ihnen eigentlich die verschiedenen Haltungssysteme durchdiskutieren und da einfach mit Ihnen besprechen, welche Pro und Contra, also welche Chancen und Herausforderungen wir denn jetzt eigentlich in den Haltungssystemen finden. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir sind alle schon sehr gespannt, was du uns da erzählen wirst. Und ich hoffe, dass die Technik soweit steht. Vielleicht können Sie einmal im Chat bitte die Rückmeldung geben, ob Sie uns sehen und auch hören können. Das wäre noch kurz wichtig. Genau, generell können Sie hier auch im Chat jederzeit Ihre Fragen stellen. Ich werde die im Hintergrund im Auge behalten und dann zwischendurch auch reingeben. Super, hier kommt schon die Rückmeldung, dass alles soweit klappt. Das ist schon mal das Wichtigste, hervorragend. Und genau, bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich noch kurz die Saluvet, das Unternehmen, vorstellen. Uns gibt es schon seit über 100 Jahren inzwischen. Und zwar haben die Gebrüder Schette das Unternehmen 1919 bereits gegründet. Und 1989 wurde dann außerdem noch die Plantavet GmbH gegründet. Und diese beiden haben sich dann 2015 zur heutigen Saluvet zusammengeschlossen und sind jetzt eine hundertprozentige Tochter der Wahler Stiftung. Die Wahler Stiftung, kennen Sie vielleicht, die stellen auch Heilmittel für Menschen her, Humanprodukte, auch unter anderem die Dr. Hauschka Kosmetik. Ja, und 2019 war ein ganz besonderes Jahr. Zum einen natürlich, weil wir unser 100-jähriges Jubiläum feiern konnten. Dann haben wir hier auch eine neue Produktlinie speziell für Pferde herausgebracht. Und in diesem Jahr wurde auch die Saluvet Akademie gegründet, in deren Rahmen eben auch heute Abend dieses Webinar stattfindet. Denn es ist uns auch ein Anliegen, eben die Wissensvermittlung für Sie, für Pferdebesitzer, für Pferdehalter, auch mit solchen Themen eben wie heute Abend der Haltung und der Fütterung. Und ja, 2020, das sehen Sie jetzt hier sehr schön auf dem Bild, haben wir dann noch unseren Neubau eröffnen können mit einem ja toll angelegten Heilpflanzengarten, wo wir auch Führungen durchführen, also auch um ja nochmal in Berührung mit diesem Thema mit den Heilpflanzen zu kommen. Denn das ist letztendlich, was uns antreibt seit jeher, eben der Bereich der Phytotherapie, der Pflanzenheilkunde. Und ja, dafür stehen wir im Endeffekt. Genau, und damit starten wir ins Thema und ich übergebe wieder an dich, Konstanze. Ja, vielen Dank. Ich habe gerade mal den Chat durchgeschaut. Ich finde es immer sehr witzig, dass da jetzt auch wieder einige Personen dabei sind, die mir schon sehr gut bekannt sind. Also die Pferdewelt ist wirklich klein. Man trifft sich immer wieder. Also, ja, fangen wir an mit dem Thema. Heute geht es um Pferdefütterung in verschiedenen Haltungssystemen. Ich würde gerne mit Ihnen die Haltungssysteme Stück für Stück durchsprechen, dann auch kurz eben Chancen und Herausforderungen ansprechen und gerne dann eben auch Meldungen aus dem Chat dann bearbeiten oder berücksichtigen. Und die Helena wird mir dann eben ein bisschen helfen und einfach schauen, was im Chat dann an Fragen kam. Das wird mir die Arbeit ein bisschen erleichtern. Es geht dann ein bisschen schneller.
Also steigen wir an ein. Das ist immer so mein häufigster Einstieg in das Thema. Und zwar gerade die Biologen würden sich natürlich als allererstes mal anschauen, was haben denn Pferde eigentlich tatsächlich für Bedürfnisse? Weil wenn wir unsere Haltungssysteme danach ausrichten wollen oder müssen, ist das natürlich eigentlich erstmal das Wichtigste, sich da Gedanken drüber zu machen. Und da gibt es natürlich die Leitlinien vom Bundesministerium. Und ich habe mit einer Arbeitsgruppe zusammen dann auch uns einfach ganz, ganz viel wissenschaftliche Literatur durchgeschaut. Und wir haben uns angeschaut, welche Studien sich eigentlich mit den Bedürfnissen der Pferde beschäftigt haben. Und es hat sich letztendlich rauskristallisiert, dass man wirklich davon reden kann, dass einerseits natürlich der permanente Sozialkontakt einer der wichtigsten Parameter ist und Pferde einfach extrem sozial sind und Sozialkontakt brauchen, dass sie auch freie Bewegung brauchen. Und da sagt man eben mindestens 1 bis 2 Stunden täglich, aber viele von Ihnen wissen, dass das wirklich der unterste Level ist. Also aber trotzdem 1 bis 2 Stunden freie Bewegung, heißt nicht Führanlage oder Paddock oder sonst irgendwas, also Mini-Paddock meine ich. Dann geht es um Wasser. Auch da sollte freier Zugang bestehen. Und hier ist die Minimalanforderung mindestens 2x täglich bis zur Sättigung. Aber was uns heute eigentlich viel mehr beschäftigt, das ist der letzte Punkt, der Zugang zu Raufutter. Und da wird in der Regel eben gefordert, dass das 12 bis 16 Stunden täglich zur Verfügung stehen soll. Und ganz ehrlich gesagt, also der permanente Sozialkontakt, die freie Bewegung und das Wasser ist leichter zu generieren oder zur Verfügung zu stellen, als tatsächlich eben der Zugang zu Raufutter und genau oder der Zugang zu Futter überhaupt über sehr lange Zeit. Damit werden wir uns jetzt hauptsächlich heute beschäftigen, wie das in den verschiedenen Haltungssystemen gewährleistet werden kann oder beziehungsweise ob es überhaupt gewährleistet werden kann. Deswegen fangen wir einfach erstmal mit der Weidehaltung an. Weidehaltung ist letztendlich, kann ich einfach immer nur so sagen, Pferdeparadies. Das ist natürlich die natürlichste Haltungsform, die wir finden können. Hier haben wir einfach ganz, ganz viele Optionen, die für die Pferde gedeckt sind. Und wir haben jetzt auch ganz aktuelle Studien, die sich auch damit beschäftigt haben, wie das denn ist mit den Veränderungen in Sozialkontakten. Auch da finden wir, dass wir in der Regel eben sehr, sehr stabile Hierarchien und soziale Banden haben und dass auch die Wiedereingliederungen nach Trennungen eigentlich sehr häufig sehr, sehr harmonisch ablaufen. Das heißt, hier kann man eigentlich schon sagen, dass eben auch Pferde, die mal aus der Gruppe rausgehen und wieder zurückkommen, dann hinterher nicht wirklich keinen großen Stress verursachen, sondern eigentlich im Prinzip vielleicht eine kleine Aktivierung des Immunsystems. Das heißt, wir sehen hier schon, dass die Pferde sich auch mal ein bisschen aufregen können. Aber es ist nicht so in dem Sinne, dass es sie wirklich krank machen würde. Also insofern, hier haben wir jetzt eine Marbacher Stutenherdengruppe. Das sind die Araber von Marbach auf dem Foto mit ihren Fohlen, die seit langen Jahren eben auch in einer stabilen Gruppe leben und jedes Jahr eben ihre Fohlen dann da zur Welt bringen und auch in sehr stabiler, guten Gruppe leben. Gut, wenn man sagen würde, Weidehaltung, alles gut. Wir haben ständig Futter eigentlich. Wir haben eben hier einfach auch ständig Sozialkontakt. Wir haben ständig Weide, also Bewegung. Ist die Frage, was ist denn jetzt eigentlich der Nachteil in dieser Haltung? Und damit kommen wir jetzt gleich eigentlich bei der ersten Haltungsform schon zu den Chancen und Herausforderungen. Das heißt, das werde ich jetzt in der Folge dann auch eigentlich ähnlich immer mit Ihnen durcharbeiten für die verschiedensten Haltungssysteme, die wir uns dann anschauen werden. Und wenn wir uns jetzt die Weidehaltung anschauen, kann man sagen, fangen wir hier mit den Chancen auf der Seite erstmal an. Ganz klar haben wir erst einmal Futter ab libitum. Pferde fressen quasi durch, solange eben die Qualität auf der Weide eben auch gegeben ist. Sie haben in der Regel auch Ruhe beim Fressen. Wenn die Weiden groß genug sind, gibt es genügend Ausweichmöglichkeit. Das Fressen in der Gruppe an sich ist eigentlich überhaupt auch schon mal artgerecht. Zu diesem Punkt werden wir später auch immer wieder noch mal kommen, dass das gar nicht so selbstverständlich ist in allen Haltungssystemen. Wir haben auch eine artgerechte Fresshaltung. Das heißt, diese artgerechte Fresshaltung beim Pferd wird immer beschrieben, dass sie langsam sich vorwärts bewegen, fressen und eben auch in Weideschrittstellung, also in Ausfallschrittstellung, dann hinterher fressen. Das ist natürlich immer gegeben. Sie bekommen Saftfutter. Das ist günstig für
die Verdauungsprozesse ist, einfach weil das Pferd leicht und gut verdaulich ist. Sie haben viel Bewegung, auch die regen natürlich dann die Verdauungsprozesse an. Und natürlich haben sie eigentlich permanent, also wir können noch nicht mal sagen viel, sondern permanent Sozialkontakt. Und damit kann man sagen, Weidehaltung, ja, hat natürlich ganz, ganz, ganz viele große Pluspunkte. Dann kommt natürlich, wie das dann auch später bei den anderen Haltungsformen so sein wird, das große Aber, das sind dann die Herausforderungen. Viele von uns kämpfen damit auch, die schon Pferde in verschiedenen Haltungssystemen hatten oder selber eben eine Pferdehaltung haben. Die Futtermenge ist eben nicht kontrollierbar. Und das könnte eben gerade dann eben Gefahr für Stoffwechselerkrankungen bedeuten, vor allen Dingen, wenn wir besonders hochwertiges Gras haben. Und darauf müssen wir uns eigentlich, dafür müssen wir uns immer auch darüber klar werden, unser Futterangebot hier in Zentraleuropa ist eigentlich für Pferde extrem oder viel zu hochwertig eigentlich schon. Wenn wir sehen, wo Pferde eigentlich sonst auch in natürlichen Gegebenheiten vorkommen, in der Steppe, in der Halbwüste, wo sie wirklich eben um jeden Grashalm, den sie dann fressen wollen oder jeden stängeligen Grashalm wirklich laufen müssen, muss man sagen, bei uns stehen sie immer mittendrin in der Salatschüssel und diese Salatschüssel ist reich gefüllt mit sehr hochwertigem Futter. Wenn es um das Weidemanagement geht, kann man natürlich auch noch als Herausforderung annehmen die Trittschäden auf der Weide. Das heißt, wir sind hier in einer zwar sehr gemäßigten Klimazone, aber der Winter und Herbst ist halt in der Regel nass. Der Frühjahr ist früher zum Teil auch. Und wir müssen schon, wenn wir eben das Futter dann hinterher auch auf diesen Flächen generieren wollen, uns ein bisschen darum kümmern, dass die Pferde uns halt nicht die Weiden komplett kaputt machen. Ja, die Pferde sind der Witterung ausgesetzt. Damit kommen manche gut zurecht, andere weniger. Wir haben die Gefahr der Verletzung. Wir haben halt diesen permanenten Sozialkontakt. Wir haben Gruppenhaltung. Diese Gefahr besteht. Das ist ganz eindeutig so. Wenn Sie mit Tierärzten diskutieren, dann werden Sie immer hören, dass in Gruppenhaltungen zwar viele Krankheiten weniger auftreten, weil die Pferde durchgehend fressen, sich durchgehend bewegen, im Prinzip alles gut ist, aber Verletzungen treten häufiger auf. Damit muss man letztendlich zu einem gewissen Punkt auch ein bisschen leben in der Gruppenhaltung. Das Wasserangebot habe ich jetzt hier mal als Fragezeichen hingestellt, hängt natürlich einfach dann davon ab, welche natürlichen Gegebenheiten hätte man, was in Deutschland eigentlich im Prinzip gar nicht wirklich richtig zulässig ist. Das heißt, die meisten Oberflächenwasserangebote sind tatsächlich, sollten nicht von Pferden frei genutzt werden. Manchmal werden sie das. Es gibt viele Pferdehalter, die einfach ihre Pferde einfach an den Bach auch ranlassen oder an eine sonstige Wasserstelle. Ansonsten muss man eben tatsächlich Wasser daneben auch zur Verfügung stellen. In Form von Tränken, Brunnen, was auch immer. Ja, so in der Art möchte ich jetzt mit Ihnen halt auch andere Haltungssysteme durchdiskutieren. Die Weide ist jetzt sozusagen so ein bisschen unser Muster, mit dem wir hier weiterarbeiten werden. Weidehaltung an sich ja eigentlich die Grundform der Pferdehaltung sein sollte. Aber wie man hier gesehen hat, gibt es halt hier auch einige Probleme in dem Bereich. Und es gibt tatsächlich eben auch Pferde, die man nur schwer wirklich dauerhaft auf einer Weide mit reichhaltigem Futterangebot halten kann. Gut, haben wir dazu bereits schon Fragen oder Einwürfe? Also trauen Sie sich ruhig dann auch also aktiv im Moment zu werden? Sind und keine Fragen da. Ich würde mich einfach einschalten, sobald was kommt. Perfekt, alles klar. Gerade einmal den Chat einmal runtergescannt. So schon allem jetzt aus Corona-Zeiten sehr viel Übungen in der Sache. Ja, okay. Damit würde ich dann einfach anfangen und würde in die ersten Haltungssysteme einsteigen. Das heißt, kann man gar nicht sagen, eigentlich ist das zweite Haltungssystem, weil das erste Haltungssystem ist natürlich eigentlich tatsächlich die Weidehaltung. Und es ist auch sehr schön, wenn wir das tatsächlich unseren Pferden bieten können. In vielen Fällen haben wir das aber nicht. Und eben gerade die Futtervorlage, 12 bis 16 Stunden täglich, ist, wie gesagt, manchmal einfach schwierig. Weil wenn wir freien Zugang zu hochwertigem Futter haben, gibt es eben Pferde, die darauf mit Kolik reagieren.
entweder Gärkoliken oder Verstopfungskoliken. Oder wir haben Pferde, die eben das Futter sehr gut verwerten und dann eben Hufrehe, eine Futterrehe entwickeln. Oder Pferde, die ungleichmäßig genutzt werden. Da, bei denen spielt der Kreuzverschlag häufig eine Rolle. Das heißt, gerade wenn wir jetzt Pferde haben, die 5 Tage die Woche stark genutzt werden und dann am Wochenende auf einmal auf der Weide stehen, ist dann dieses reichhaltige Angebot von Futter häufig für sie auch schwierig und sie reagieren mit einem Kreuzverschlag. Wir haben diverse Stoffwechselstörungen. Wir haben jetzt zum Beispiel, häufig wird jetzt in letzter Zeit auch Cushing angesprochen. Da haben wir dann auch eben zusätzlich noch Verdauungsstörungen mit dabei und eben Stoffwechselumsetzungen. Dann Adipositas, also Verfettung eigentlich schlechthin. Auch das ist natürlich auch ein Krankheitsbild in dem Sinne, die wir mit unseren Pferdehaltungen hier in Zentraleuropa durchaus auch zu tun haben. Und letztendlich, wenn wir uns mit der Adipositas, also der Verfettung, beschäftigen, muss man auch sagen, dass solche Pferde tatsächlich auch eine reduzierte Fruchtbarkeit aufweisen. Das heißt, auch in der Zucht, in der Pferdezucht spielt es durchaus eine Rolle. Auch hier möchten wir nicht Pferde, die wirklich einfach ad libitum gefüttert werden und dann eben vom auch schon eben zur Fettnachzucht leiden, weil die tatsächlich dann auch eine reduzierte Fruchtbarkeit dann zeigen. Ja, das können wir so als Gedankenansatz erstmal so ein bisschen stehen lassen, weil das ist letztendlich die Problematik, mit der wir uns beschäftigen müssen, wenn wir uns Gedanken machen, ob andere Fütterungssysteme eventuell nicht vielleicht doch Vorteile haben gegenüber der Weidehaltung, von der es ja sonst eigentlich immer heißt, dass das so die pferdegerechteste Haltung ist. Dann haben wir natürlich ganz, ganz viele Stallbauvorgaben und Sie finden die eigentlich alle ziemlich gut zusammengefasst in den Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltung unter Tierschutzgesichtspunkten. Da gilt bis jetzt immer noch die Version von 2009. Das heißt zwar eigentlich schon lange, dass jetzt mal eine bearbeitete Version rauskommt. Die ist wohl irgendwie auch auf dem Weg, aber noch gibt es eigentlich die, noch ist die aktuell. Und hier werden halt die verschiedensten Stallsysteme einfach auch relativ klar definiert. Und da mag ich jetzt so ein bisschen was dann von auch ausgreifen. Und als erstes würde ich mich mit Ihnen eigentlich gerne mal mit der Einzelhaltung beschäftigen, da einsteigen und mit Ihnen diskutieren, welche Vor- und Nachteile haben wir jetzt in diesem System und wie können wir es so gestalten, dass wir hier die Fütterung auch so optimieren, dass die Pferde eben auch in der Einzelhaltung, in der Box eben gut zurechtkommen. Einzelhaltung Box heißt natürlich auch immer, ich gehe nochmal zurück, wenn wir hier diese Vorgaben der Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltung ernst nehmen, müssen wir trotzdem die anderen Faktoren gewährleisten. Das heißt, hier wird ganz klar gefordert, dass eben auch in der Einzelhaltung eben Pferde mindestens 1 bis 2 Stunden am Tag freie Bewegung haben müssen und dass sie eben eigentlich permanent Kontakt, Sozialkontakt haben müssen. Das heißt, in Deutschland ist es schlichtweg verboten, Pferde isoliert zu halten oder einzeln zu halten. Alle Equiden, egal ob Pferde oder Esel, auch bei Eseln ist es verboten. Es muss immer mindestens ein zweiter Equide mit dabei sein, zumindest in Sicht- und Hörkontakt. Aber das ist wirklich auch die Minimumanforderung. Wir wollen natürlich eigentlich lieber in den Haltungssystemen noch mehr generieren können. Hier hätten wir jetzt eine sogenannte Außenbox. Außenbox heißt eigentlich, wir haben einzelne Boxabschnitte und außen heißt eigentlich nur, dass das Pferd eben nach draußen schauen kann. Und wir hätten hier dann auch noch die Einzelbox mit Kleinauslauf, das heißt hier so ein einzelner Paddock davor. Und ich habe die jetzt mit Absicht auch gewählt, um einfach auch schon mal klarzustellen, dass dieser Kleinauslauf hier davor steht, von einigen Leuten irrtümlicherweise immer noch als freie Bewegung oder als Ersatz für Bewegung oder für ausreichend Bewegung deklariert wird, das ist nicht der Fall. Man muss sich immer ein bisschen vor Augen halten, das ist quasi wie ein Zimmer mit Balkon. Das ist ganz schön, dass Ihr Pferd mal rausgehen kann und da frische Luft hat und Sonne bekommt und einfach auch viel mehr sieht und dann natürlich auch mehr Sozialkontakt aufnehmen können, aber es ersetzt nicht die geforderten 1 bis 2 Stunden freie Bewegung. Insofern, Pferdehalter, die ihr Pferd in so einer
Paddock-Box stehen haben und dann einfach eine ganze Woche mal gar nicht in den Stall kommen, das Pferd da einfach nur ständig auf dem Paddock steht, kann man nur sagen, auch das ist nicht tierartgerecht. Das Pferd muss mindestens 1 bis 2 Stunden am Tag da raus. Gut, wie sieht es dann mit der Fütterung aus? Was haben wir jetzt für Optionen eigentlich in der Einzelhaltung? Und wie nehmen Pferde das an? Beziehungsweise wie empfinden sie eigentlich die Haltung in der Einzelbox? Und wie kommen sie dann hinterher eben auch mit der Fütterung zurecht? Weil wir haben natürlich in der Einzelbox in der Regel einfach auch limitierte Fütterungssysteme. Das heißt, in der Regel wird hier nicht das Futter permanent vorgelegt, was möglich wäre. Man könnte das tun, aber das ist nicht die Norm. Die Norm finden wir eigentlich bei den meisten Betrieben, dass da 2 bis 3 Mal am Tag eben Heu vorgelegt wird und dann auch 1 bis 2, manchmal sogar auch 3 Mal am Tag noch Kraftfutter gefüttert wird. Das wäre die Regel. Und dann werden wir uns in der Folge auch damit beschäftigen, dass eben dann das Raufutter eben nicht auf den Boden gelegt wird, was eben auch eine tierartgerechte Fresshaltung ermöglichen würde. Okay, aber schauen wir uns erstmal eine Studie an. Das möchte ich gerne noch so ein bisschen vorne wegschieben, damit wir uns so ein bisschen Gedanken darüber machen können, wie kommen die Pferde in den einzelnen Haltungssystemen zurecht oder was bedeutet das eigentlich für sie. Und zwar hat die Isabel Ma, eine meiner Doktorandinnen, hat sich angeschaut, was eigentlich mit Pferden passiert, die aus der Gruppenhaltung rauskommen, dann aufgestallt werden. Also wir haben im Prinzip hier links die Pferde der Gruppenhaltung. Die Pferde werden aufgestallt in Boxenhaltung und werden dann letztendlich angeritten. Und letztendlich ist dieses Prozedere eigentlich, ja, wie soll ich sagen, eine der gängigsten Praktiken in unseren Zuchtbetrieben, die die Jungpferde halb bis 3- bis 4-jährig auf der Weide haben, in einer harmonischen, meistens ziemlich stabilen Gruppe, und dann eben reinnehmen in den Stall, aufstallen und anreiten. Und genau diese Grundbedingung, dieses haben wir uns damals mal angeschaut, beziehungsweise die Isabel, und hat sich angeschaut, wie reagieren diese Pferde auf diese Haltungsumstellung. Weil wir haben jetzt hier das Pferdeparadies, so wie wir es vorher dargestellt haben, reichlich Sozialkontakt, so viel Bewegung, wie sie wollen, durchgehend Weidefutter, Kumpels, wassergängig, zugänglich, also ständig vorhanden. Ja, und dann geht es in die Box. Und dann ist auf einmal von einem Tag auf den anderen alles anders. Die Pferde haben nicht mehr freie Bewegung, sie sind eben ganz stark eingeschränkt, werden getrennt von ihren Kumpeln. Wenn sie Glück haben, stehen die Kumpel noch direkt nebenan. Wenn sie Pech haben, nimmt da auch niemand Rücksicht drauf, sondern trennt die Pferde einfach so, wie es dem Stallbesitzer am besten passt. Fütterung wird dann auf einmal limitiert. Es ist also definitiv nicht mehr so wie auf der Weide, dass das Pferd sich einfach sein Futter sucht, wann es das gerne hätte, sondern es bekommt es halt jetzt vorgelegt zu bestimmten Zeiten. Ja, und dann eben Auslauf, Bewegung findet dann eben auch ganz reguliert zu bestimmten Zeiten statt. Was wir gefunden haben, und damit kommen wir hier in diesen unteren Bereich, ist, dass wir schon, wenn wir den unteren, diesen Haltungswechsel haben von der Gruppe in die Boxenhaltung, sehen wir schon eine sehr deutliche Reaktion der Pferde. Das heißt, die Stresshormone sind erhöht. Eine sensorische Lateralität verstärkt sich nach links. Und eben, wir haben jetzt hier auch die motorische Lateralität noch angeschaut. Die zeigt jetzt keine Veränderung. In der Beziehung möchte ich einmal kurz auf das Thema der Lateralität eingehen, um Ihnen das einfach noch klar zu machen, warum das jetzt auch Sinn macht, sich das anzuschauen, wenn man sich mit dem Messen oder Analysieren des Tierwohls beschäftigt. Wir sind alle Menschen, sind händig, also wir sind links- und rechtshändig. Unsere Pferde sind es auch. Aber was wir bei Pferden finden, die in Weidehaltung gehalten werden, ist, dass wir 45% Linkshänder, aber auch 45% Rechtshänder haben und ungefähr nur 10% Tiere, die gleichseitig sind. Aber wir haben trotzdem eine relativ gleich verteilte Händigkeit. Nicht beim Menschen. Beim Menschen haben wir 80% Rechtshänder. Beim Pferd, wie gesagt, sind es eigentlich nur 45% in der Population. Das ist das eine, mit dem wir uns beschäftigen. Das andere ist die sensorische Lateralität, die eigentlich bedeutet, dass wir alle und Pferde auch einen Vorzug davon haben, mit welchem
Sinnesorganen wir in welcher Situation etwas anschauen. Das heißt, Sie können das jetzt für sich selber, Sie können einen kleinen Mini-Test machen. Das heißt, Sie können einfach mal auf das Bild, auf dem Kamerabild, können Sie mit den Händen so ein Dreieck machen. Ich mache es mal so jetzt in meinem Kamerabild, dass Sie sehen, was ich tue. Für Sie ist wichtig, dass Sie in diesem Dreieck einen Teil von Ihrem Bildschirm fokussieren, sodass Sie diesen Teil ganz, ganz klein in dem Dreieck noch sehen. Und dann schauen Sie mit beiden Augen durch. Und danach machen Sie einmal mit das linke Auge zu und dann machen Sie das rechte Auge zu. Und dann schauen Sie mal, was passiert. Und jetzt bin ich gespannt, was Sie mir schreiben. Also nochmal ganz langsam. Sie nehmen ein Dreieck aus Fingern vor Ihr Gesicht, fokussieren einen Teil auf den Bildschirm, schauen mit beiden Augen durch und machen dann im Wechsel das linke und das rechte Auge zu. Wichtig ist, dass eben das, was Sie anschauen, nur noch gerade sichtbar war in dem. Also bitte alle mal einmal ausprobieren und dann schreiben Sie mir bitte mal im Chat, was Sie dabei wahrgenommen haben. Wer traut sich? Auf geht's. Ich weiß, es ist 7 Uhr abends, aber da geht noch mehr jetzt im Chat. Was passiert, wenn Sie das machen? Was sehen Sie? Was passiert, wenn Sie die Augen im Wechsel zumachen? Also, wir haben jetzt hier schon ganz viele Antworten bekommen. Unter anderem, dass sich der Ausschnitt vom Bild verschiebt, beziehungsweise Ausschnitte nicht sichtbar sind, dass zum Beispiel das linke Auge gegen die Hand guckt, das rechte aber das Bild sieht. Mhm. Hier auch nochmal, das Bild verschiebt sich, dass der Punkt nur mit einem Auge zu sehen ist, dass sich das Sichtfeld verkleinert, wird hier noch genannt. Auch nochmal, Bild verschiebt sich, Bild verschwindet. Perfekt. Das gut. Recht nichts, genau. Also, gehen wir darauf langsam mal ein. Das heißt, das, was Sie gesagt haben, Sie sehen das Bild eigentlich nur mit einem Auge. Und wenn Sie es versuchen, mit dem anderen auch zu sehen, dann verschiebt es sich, dann verschwindet es. Und das bedeutet ganz letztendlich auch einfach, dass auch wir als Menschen, obwohl wir unsere Augen frontal haben im Gesicht, einen Vorzug dafür haben, mit welchem Auge wir jetzt eigentlich gerade etwas anschauen. Und das ist extrem situationsgebunden und beim Pferd auch. Das heißt, wenn wir extrem gestresst sind, dann tendieren wir dazu, das linke Auge zu benutzen, weil damit die rechte Gehirnhemisphäre angesteuert wird. Und wenn wir versuchen, eine rationale Entscheidung zu treffen, dann nehmen wir das rechte Auge und das geht an die linke Hemisphäre. Und das ist so ein bisschen bekannt, seitdem man sich mit epilepsiekranken Menschen beschäftigt hat. Und da gab es dann so eine erste Forschungsreihe in den 70er Jahren, die hat den Menschen die Separierung, also die Trennung zwischen den Gehirnhälften durchgeschnitten, weil sie verhindern wollten, dass die epileptische Aktivität auf die andere Seite streut. Dann hat man auf einmal festgestellt, dass wenn sie jetzt Menschen dann ein Objekt vors Auge gehalten haben und gesagt haben, schau mal, was ist denn das? Dass der Mensch dann das linke Auge hingeschaut hat, weil er erstmal gesagt hat, oh, könnte ja gefährlich sein. Wenn man dann gesagt hat, nee, du schau doch mal genauer hin, ist das jetzt ein Stift oder ist das ein Kugelschreiber? Dann haben sie das andere Auge hingedreht, um dann mit dem rechten Auge dann zu analysieren, ja, was ist das eigentlich wirklich genau? Ist das gefährlich, ist nicht gefährlich, was kann ich damit machen? Und wenn sie ihre Pferde beobachten, dann tun Pferde das auch. Wenn Sie ihnen irgendetwas vorlegen, dann gehen Sie meistens dahin und schauen erstmal links, dann schauen Sie rechts und schauen es mit den verschiedenen Seiten an. Und das ist auch einfach, auch die Pferde wählen den äußeren Weg, um die Information zwischen die verschiedenen Hemisphären zu verschieben. Und normal ist es eigentlich, dass Sie Informationen eben mit beiden
Hemisphären immer im Wechsel dann auch anschauen. Häufig fangen sie mit links an, um erstmal zu gucken, ist es gefährlich? Aber wenn sie feststellen, nö, ist nicht gefährlich, dann wechseln sie auf rechts. Und was wir jetzt eben finden, wenn Pferde gestresst sind, dann bleiben sie bei dem Gefahrenauge. Das heißt, dann bevorzugen sie viel, viel stärker das linke Auge durchgehend, weil es sie sowieso schon so im Stressmodus, im Fluchtmodus sind. Ne? Das heißt, dieser erste Punkt, den wir hier gerade gesehen haben, die Pferde, die jetzt hier von der Gruppenhaltung in die Box kommen, zeigen schon eine Verschiebung der sensorischen Lateralität nach links. Das heißt, vorher haben sie beide Augen verwendet, um Dinge anzuschauen. Erst links, dann rechts und immer hin und her gewechselt. Als sie dann in der Box standen und man hat ihnen Objekte vorgelegt, haben sie eine viel, viel stärkere Tendenz dafür gezeigt, dass sie dann das linke Auge nehmen, was dann mit der Gefahrenhemisphäre verbunden war. Die motorische Lateralität hat sich noch nicht verändert, aber das haben wir eigentlich auch nicht erwartet, weil die eigentlich schon ein bisschen mehr fixiert sein sollte. Dann haben wir uns angeschaut, was passiert denn eigentlich? Diese Pferde standen jetzt 2 Monate hier in der Einzelbox, wurden dann langsam erstmal eingewöhnt, bekamen ein bisschen Auslauf in der Halle, zu einzeln, zu zweit, wurden halt ganz regulär, traditionell gefüttert und dann nach einer Woche hat man dann so langsam mit dem Training angefangen. Und wir haben uns dann nach 2 Monaten angeschaut, hier individuelle Boxenhaltung plus individuelles Training und haben uns dann diese Parameter wieder angeschaut. Was wir gefunden haben, die Stresshormone waren immer noch so ein bisschen erhöht. Die sensorische Lateralität immer noch etwas nach links verschoben, aber nicht mehr so stark, was auch damit zusammenhängt, dass die sensorische Lateralität sehr schnell reagiert. Aber was uns dann eben erstaunt hat, ist, dass die motorische Lateralität auch anfing, sich nach links zu verschieben. So dass ich, was ich vorher gesagt habe, motorische Einseitigkeit beim Pferd, beim Mensch eindeutig viel mehr rechts. Beim Pferd hatten wir eigentlich genauso viele Links- wie Rechtshänder. Und nach diesen 2 Monaten haben wir mehr Linkshänder gefunden. Also das heißt, für Sie muss ich jetzt wahrscheinlich die Hand hochhalten, das ist dann mehr links. Also für mich ist das eigentlich meine linke Hand. Das heißt, wir haben Pferde gesehen, die stark immer zunehmend stärker linksseitig oder linkshändig wurden. Und die motorische Lateralität ist genauso mit dem Gehirn verknüpft wie unsere Sinne auch. Auch da haben wir eben, sehen wir das auch, dass eben gestresste Pferde tatsächlich auch anfangen, immer stärker linkshändig zu werden. Ja, was sagt uns das? Im Prinzip, die Jungpferde, die vorher glücklich auf der Weide standen, mit ihren Kumpels ausgeglichen waren, natürliches Haltungssystem hatten in dem Sinne, waren relativ stressfrei, waren ausgeglichen. Und in dem Moment, also dieser Einbruch in ihr Leben, in die Einzelbox aufgestellt zu werden, hat sie wirklich tatsächlich eben massiv gestresst. Wir haben letztendlich dann eben die reduzierte Bewegung, den reduzierten Sozialkontakt und auch noch zwei bis dreimal täglich die Futtervorlage. Und davon müssen wir halt sagen, dass das tatsächlich eben Stress bedeutet. Jetzt müssen wir uns, ist heute der Teil unseres Meetings, sich darüber zu unterhalten, wie kann man Haltungssysteme, welches Haltungssystem brauchen wir für bestimmte Pferde und wie kann man sie so bauen oder so konzipieren, dass Pferde eben trotzdem damit zurechtkommen. Und wenn wir uns das jetzt nochmal hier anschauen, hier ist es nochmal eine grafische Visualisierung. Hier haben wir nochmal die Stresshormone, die sich verändern. Das heißt, wir haben hier eben die Stresshormone, die hier unten vor der Boxenhaltung auf diesem Level waren, also in der Gruppenhaltung auf der Weide, sind dann bei der Aufstallung in die Box angestiegen. Das sind sie auch geblieben. Dann gingen sie langsam wieder runter und sind dann beim Anreiten der Pferde nochmal ein bisschen angestiegen. Hier haben wir jetzt dann eine Grafik zur motorischen Lateralität, also zur Händigkeit. Und hier sieht man ganz, ganz schön, dass wir hier eigentlich relativ ausgeglichene Jungpferde hatten. Das heißt, wir haben hier einen sogenannten Lateralitätsindex. Wenn der auf 0 steht, dann sind Pferde sowohl rechts- als auch linkshändig ungefähr ausgeglichen. Wenn der Richtung 1 geht, dann sind sie eher Rechtshänder. Und wenn der Richtung -1 geht, dann sind sie eher Linkshänder.
Und wie man hier sieht, diese motorische Lateralität verändert sich ganz langsam, so wie wir das auch erwartet haben. Aber nach einer Woche Boxenhaltung, also Umstellung von der Gruppe auf die Box, sehen wir schon, dass wir hier deutlich mehr Pferde haben oder deutlich linkshändigere Pferde haben. Und das erholt sich auch nur ganz langsam innerhalb der nächsten 2 Monate. Und ziemlich ähnlich ist das hier mit der sensorischen Lateralität. Da haben wir das auch wieder ziemlich ähnlich hier, diesen Lateralitätsindex. Am Anfang standen unsere Pferde mehr oder weniger im Mittel bei 0. Also diese rote Linie ist der Mittelwert, der eigentlich das Interessanteste jetzt von uns ist. Bei der Aufstellung in die Box ging es ganz deutlich nach links als direkte Reaktion. Das habe ich ja vorher schon gesagt, dass die Sinne einfach viel, viel schneller reagieren als die Motorik. Dann gibt es eine leichte Erholung, aber es bleibt eigentlich auch bei einem Vorzug für die Verwendung der linken Sinnesorgane. Was noch dazu kommt, parallel zu diesen Werten hat eine andere Arbeitsgruppe auch noch Immunzellen ausgezählt, das heißt eben Blutproben analysiert und geschaut, wie sich die verschiedenen Immunzellen bilden oder dann weiterentwickeln und haben verschiedene Zellen hier isoliert, also Monozyten, Eosinophile, Neutrophile, T-Helferzellen und zytotoxische Zellen. Die einzelnen Zelltypen an sich ist jetzt für Sie nicht so wichtig, das braucht Sie jetzt nicht, oh, Schock, ich weiß, irgendwann habe ich das mal gehört, aber was das genau ist, weiß ich eigentlich nicht mehr. Was hier als Quintessenz man trotzdem mitnehmen kann, auch hier haben wir eben wieder die Gruppenhaltung und wir haben dann die Aufstallung in Boxenhaltung hier. Das ist immer der Schritt vom ersten zum zweiten Tag. Und das finden Sie hier überall. Und hier wäre jetzt eben die durchgezogene Linie das, was für uns interessant ist. Hier auch und hier auch und hier unten auch. Und was wir hier finden, bei diesen 4 verschiedenen Typen der Immunzellen, sehen wir eine deutliche Abnahme von der Gruppenhaltung zur Aufstallung in die Einzelboxenhaltung. Und Abnahme von Immunzellen bedeutet eigentlich immer, dass eben Tiere empfindlich werden, dass ihr Immunsystem eigentlich nicht mehr voll funktioniert. Und wenn sie Pech haben, also wenn der Stresslevel extrem hoch ist, das ist sehr hoch, sein kann, dann kommen sie in eine sogenannte Immunsuppression rein. Das heißt, sie bilden einfach weniger Immunzellen und können sich damit einfach auch gegen Krankheiten schlechter wehren. Und das ist halt eine Situation, die macht unsere Pferde dann einfach anfällig. Das kennen sie eigentlich auch aus der Presse alle, in der sie lesen eigentlich ständig überall, oh, wenn man Stress hat, dann wird man einfach anfällig gegen Grippe, gegen Corona, gegen weiß der Kuckuck was. Ne? Genau das ist das gleiche Prinzip. Sie sind gestresst, sie bilden weniger Immunzellen und dadurch werden sie einfach anfälliger für Infektionen, weil ihr Körper kann sich nicht mehr so gut wehren. Die Immunabwehr ist einfach geschwächt. Und genau das Gleiche finden wir jetzt eben bei unseren Pferden auch, die eben hier von der Weidehaltung in die Einzelboxenhaltung umgestellt werden. Die zeigen in dieser Situation eben auch eine Form der Immunsuppression, also auch das die Immunabwehr funktioniert nicht mehr so gut. Sie sind dann eben auch anfällig. Gut, also damit kann man natürlich sagen, wir haben hier, wenn wir uns hier auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal umgekehrt anfangen mit den Herausforderungen der Einzelboxenhaltung, haben wir eben eine ganze Menge. Das heißt, wir haben weniger Bewegung, um Stoffwechselprozesse anzuregen. Pferde sind gelangweilt, zum Teil auch gestresst, fressen viel, viel schneller. Wir haben dann Gefahr der Verstopfungskolik. Sie fressen auch alleine, das ist nicht artgemäß. Auch das ist eigentlich wieder ein Stressfaktor. Und sie haben viel, viel weniger Sozialkontakt. Also Sozialkontakt aufrechtzuerhalten ist durchaus eben eine Herausforderung in der Einzelboxenhaltung. Aber man muss immer sagen, auch hier gibt es natürlich Punkte für eine Einzelboxenhaltung. Und auch die möchte ich dann gerne, wenn wir jetzt das Thema Einzelboxenhaltung gerade dann zum Abschluss bringen, gerne mit Ihnen auch mal diskutieren, weil Einzelboxenhaltung generell muss nicht unbedingt schlecht sein. Es gibt auch immer wieder Pferde, die da durchaus sehr dankbar sind und damit gut zurechtkommen, weil wir können die Futtermenge kontrollieren, die Pferde tatsächlich fressen
wir hatten ja vorher schon angesprochen, dass das ein Riesenproblem ist in der Weidehaltung, dass wir das eben nicht können. Die Tiere haben Ruhe beim Fressen. Wir können einfach auch das Futter individuell vorlegen, für jedes Pferd genau so, wie es das braucht, in den verschiedenen Rationen. Wir könnten auch die Fresszeiten verlängern. Wir könnten es über den Tag verteilen, wenn wir das so wollten. Auch eine Bodenvorlage ist möglich in der Einzelboxenhaltung und damit eine artgerechte Fresshaltung. Und Pferde haben meistens das Wasser auch direkt in unmittelbarer Nähe. Was man sogar bei manchen Pferden eigentlich sieht, also es gibt immer wieder Pferde, von denen mir berichtet wird, dass die zum Beispiel Raufutter tunken, dass sie dann eben das Raufutter, das Heu nehmen, sich manchmal sogar komplett umdrehen in der Box, das dann in die Futter, in die Tränke einmal eintauchen und wieder rausnehmen. Also da gibt es scheinbar auch Pferde, die basteln sich dann Saftfutter, sage ich immer so. Also die mögen es halt einfach auch lieber gerne ein bisschen feucht und befeuchten sich das Futter selber. Ja, was für Pferde halten wir denn in der Einzelhaltung? Also wo hat es einen Vorteil? Wer plädiert für die Einzelhaltung, für sein Pferd und aus welchen Gründen? Also ich finde, das sollten wir durchaus durchsprechen, weil es ist tatsächlich in manchen Fällen gerechtfertigt, zu sagen, es ist geschickter, ein Pferd in die Einzelhaltung zu stellen. Also wir haben ja schon ein paar Antworten. Da wird schon des Öfteren das alte Pferd genannt. Kranke Pferde werden genannt. Dann Pferde mit Stoffwechselerkrankungen. Verletzte Pferde, rangniedrige Pferde. Genau, das sind so die Antworten, die hier gerade kamen. Mhm. Super, klasse, damit können wir schon mal richtig viel arbeiten. Also alte Pferde, kranke Pferde, Pferde mit Stoffwechselproblemen, das sind natürlich gerade eben so die Kandidaten, die einfach in der Gruppenhaltung echt wahnsinnig schwer zu betreuen sind, weil die wirklich ein individuelles Management brauchen und das nicht in allen Haltungssystemen möglich ist. Zum Beispiel in der Weidehaltung geht es nicht. Da fressen sie halt einfach permanent mit und dann stellen wir eben dann immer wieder fest, dass diese Pferde dann tatsächlich krank werden, damit nicht zurechtkommen oder eben sich nicht auskurieren können. Und dann kam ein Punkt jetzt gerade noch, den ich auch nochmal hervorheben wollte. Und zwar, das sind die rangniedrigen Pferde. Und das ist ein Punkt, den müssen wir einfach immer wieder in der Gruppenhaltung diskutieren und auch ernst nehmen. Weil es gibt eben einfach immer mal wieder Gruppen, die rangniedrige Pferde jagen oder eben einfach nicht zur Ruhe kommen lassen. Und es wird immer wieder von rangniedrigen Pferden berichtet, die einfach dann keinen Zugang zum Futter mehr hatten oder sich nicht mehr hinlegen durften. Und das sind wirklich Berichte, die man, ja, wie soll ich sagen, das ist ja nicht erfunden. Die Leute berichten wirklich von ihren Pferden, dass Pferde 2 Monate sich schon nicht mehr abgelegt haben zum Schlafen. Und sowas ist einfach unhaltbar. Ne? Diese Pferde leiden dann natürlich in einer Gruppenhaltung. Das heißt, auch da müssen wir uns darüber im Klaren sein, jedes Haltungssystem ist nur so gut wie sein Management. Und ich muss immer für jedes einzelne Tier im Prinzip versuchen, eine gute Lösung zu finden. Und es gibt halt tatsächlich eben kranke Pferde, alte Pferde oder eben rangniedrige Pferde auch, die in einer bestimmten Gruppe nicht zurechtkommen. Und das ist nicht die Schuld des Pferdes, das ist auch nicht die Schuld der anderen Gruppenmitglieder, wie das häufig dann auch diskutiert wird, oft extrem emotional, sondern das ist einfach eine Konstellation, die passt so in der Art nicht. Und manchmal, also das wird auch dann immer wieder berichtet, dass dann hinterher diese Pferde dann total erleichtert waren, so dann endlich in der Box gestanden sind und dann mal ihre Ruhe hatten, in Ruhe fressen konnten und einfach mal wirklich schlafen konnten. Was wäre denn zum Beispiel eine Kompromisslösung, die man vielleicht hier auch anbieten könnte? Dass man sagt, wir haben jetzt tatsächlich vielleicht einfach auch Pferde, die in der Gruppe ein bisschen gestresst sind und sich da auch nicht ablegen. Könnte man auch schauen, vielleicht kann man für die eine Kompromisslösung finden. Was wäre da möglich?
Hier wird schon angemerkt, eine Teilnehmerin sagt, wir trennen nur in der Nacht. Teilzeitgruppenhaltung kommt dem ja gleich. Eine chipgesteuerte Einzelbox oder eben nochmal nachts die Box. Aufstallung nachts. Perfekt. Also genau, zwei Vorgaben haben wir jetzt, glaube ich, in der Hauptsache. Das eine wäre halt einfach so ein gemischtes System zu wählen, dass man wirklich sagt, entweder je nach Jahreszeit, einen Teil des Tages in der Gruppe draußen und den anderen Teil des Tages dann tatsächlich in der Box. Das machen einige Betriebe, ist in keiner Weise irgendwie verwerflich, weil die Grundbedürfnisse der Pferde sind eindeutig darüber abgedeckt und es gibt einige Pferde, die kommen damit tatsächlich besser zurecht. Der andere Hinweis, der gerade kam, eben chipgesteuerte Einzelhaltung, das werden wir jetzt dann in der Folge uns auch nochmal angucken, was für Optionen es da gibt. Da geht es eben dann darüber, dass man eben über einen Chip Zugang zu einem Einzelbereich bekommt und das Pferd sich das dann freiwillig aussuchen kann, dass es dann jetzt einfach mal in den Ruhebereich geht oder in den Fressbereich oder sowas in der Art. Gut, okay, also die Fütterung in der Einzelhaltung ist tatsächlich eben leichter zu gewährleisten, aber trotzdem hat die Einzelhaltung halt einfach für viele Pferde massive Nachteile. Und sagen wir mal so, die meisten Pferde würden keine Einzelhaltung wählen, wenn sie dann die Wahl hätten zwischen Gruppenhaltung und Einzelhaltung. Trotzdem kann es im Einzelfall mal eben der Fall sein, dass wir wirklich ein Pferde haben, die es bevorzugen, in der Box zu stehen. Auch das sollte man dann ernst nehmen. Ja, kommen wir zur chipgesteuerten Haltung. Darf ich dir gerade noch zwei Fragen reingeben? Ja, klar, gerne. Dass die jetzt nicht untergehen. Und zwar wurde direkt am Anfang schon gleich die Frage nach Heunetzen gestellt. Ich weiß nicht, ob du da später eh noch drauf kommst, ob man die möglichst verwenden sollte. Ich denke, wir können da gleich ruhig jetzt schon drauf eingehen. Ich werde die später auch nochmal ansprechen, aber schadet ja nichts, wenn wir es jetzt schon mal durchsprechen. Heunetz ist halt eine Fresszeitverlängerung, die man verwenden kann, um es einfach den Pferden, wie soll ich sagen, ein bisschen schwerer zu machen. Prinzipiell werden sie viel verwendet. Sie haben aber zwei Problematiken. Die eine Problematik ist, je nach welchem Heunetz, was man verwendet, gibt manchmal diese Heunetze, die übers Rohrfutter drüber gelegt werden. Die sind meistens sehr massiv und können zu starken Zahnabnutzungen führen. Das haben Tierärzte jetzt momentan so ein bisschen im Griff. Da gibt es auch schon bessere Anpassungen. Die ersten Heunetze waren da auch noch ungünstiger, als es die jetzigen sind. Moment, ich habe mein E-Mail-System offen. Das muss mal schließen, sonst kommt jetzt hier gerade immer was rein. Also das ist eine Möglichkeit, das, was wir im Griff haben müssten, dass wir einfach das kontrollieren, werden die Zähne durch diese Heunetze nicht geschädigt. Das nächste, was man natürlich auch kontrollieren muss, ist die Anbringung des Heunetzes. Heunetze müssen dann eben auch relativ hoch gehängt werden, wenn wir Einzelheunetze haben, um zu gewährleisten, dass Pferde nicht mit dem Huf im Heunetz hängen bleiben können. Ich weiß nicht, die von Ihnen sowas mal erlebt haben, die werden es nicht vergessen. Also ich habe auf jeden Fall mal ein Pferd erlebt, was sich über Nacht Heunetze um die Vorderbeine gewickelt hatte. Das war davor ein Vielseitigkeitssportpferd. Die Karriere war für dieses Pferd beendet. Der hat sich die Beine so stark beschädigt, beziehungsweise die Sehnen, dass sie wirklich lange Zeit gebraucht hat, um sich davon zu erholen. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, dass Heunetze auch ein gewisses Gefahrenpotenzial darstellen können. Und der nächste Punkt ist, dass Pferde dann eben auch nicht mehr in einer artgerechten Fresshaltung stehen. Das heißt, wir haben entweder das Heunetz als Abdeckung, dann fressen die Pferde immer von oben aus der Heureife raus, oder wir haben das Heunetz an der Seite hängen und dann müssen Pferde eigentlich sich immer drehen. Und es geht noch, wenn das Heunetz so aufgehängt ist, dass die Pferde rundum wandern können um das Heunetz und dann sich immer anders positionieren können. Wenn Pferde aber in einer Einzelbox stehen und das Heunetz in einer bestimmten Ecke hängt, dann hat es meistens zusätzlich noch den Nachteil, dass sie immer die gleiche verdrehte Haltung haben. Und was das letztendlich dann für die Rückenwirbelsäule bedeutet, das können Sie sich vorstellen, diese Pferde sind halt einfach dann auch verspannt. Das heißt, ja, Heunetz als Fresszeitverlängerung
wird immer wieder diskutiert. Ich sage immer nur, ich würde es nur machen, wenn es keine andere Option gibt. Okay, vielen Dank. Das war auf jeden Fall eine interessante Frage. Und dann gab es noch eine Frage zur Lateralität, nämlich inwiefern es einen Einfluss hat, wie viel ich mit meinem Pferd etwas von der linken Seite mache. Weil typischerweise führen wir ja von links, wir satteln von links, wir steigen von links auf. Stimmt. Es macht einen Einfluss, aber es eliminiert nicht die Lateralität. Wir haben Pferde untersucht, die sowohl nur von links trainiert und gehandelt wurden, und wir hatten Pferde, die beidseitig von beiden Seiten trainiert und gehandelt wurden. Auch die beidseitig trainierten Pferde haben eigentlich immer noch eine ausgeprägte Lateralität gezeigt, die sich auch nach links verschoben hat, wenn diese Pferde gestresst waren. Und letztendlich ist ja das mit der Lateralität auch immer die Frage nach der Henne und dem Ei. Das heißt, in unserer Literatur wird es eben häufig so dargestellt, dass es eigentlich unsere Handling-Maßnahme wäre, dass wir von links an das Pferd rangehen, weil beim Militär hing der Säbel links und man musste mit dem linken Fuß im Steigbügel, um rechts oder über das Pferd zu kommen. Das heißt, man musste sich auch von links annähern. Wir sind uns da nicht so ganz klar darüber, ob das jetzt wirklich die Ursache ist oder ob es nicht einfach nur ein glücklicher Zufall ist, dass das mit dem Pferd eigentlich so ganz gut harmonisiert, weil Pferde sich die Menschen auch gerne links wählen. Das heißt, wenn sie mit ihren Pferden mal entweder auf dem Reitplatz sind oder auf dem Paddock oder so, oder sie beobachten andere Leute, achten sie mal drauf, wie sich Pferde dann an die Menschen annähern. Die meisten bevorzugen auch, den Menschen von sich aus links zu haben. Und wenn sie sich dann noch ein bisschen aufregen, dann wird das noch viel stärker. Und dann werden sie manchmal feststellen, dass wenn ihr Pferd sich gerade total aufdreht und dann um sie rumhüpft, dann macht er das immer so, dass sie links von ihm auf seiner linken Seite stehen. Wenn sie versuchen, auf die rechte Seite rüberzukommen, werden manche Pferde dann richtig hysterisch. Gerade in so einer Situation, wenn sie eh schon gestresst sind. Weil sie eben jetzt gerade in dieser Situation das linke Auge gerne auf die Person gerichtet haben wollen. Das heißt, dieser Vorzug des Pferdes ist wahrscheinlich sogar noch eher die Ursache, warum wir Pferde tatsächlich von links händeln. Glücklicherweise funktioniert das für uns auch so ganz gut. Ja, danke schön. Das ist, glaube ich, ein Thema, da könnte man fast einen eigenen Vortrag rausmachen. Genau. Genau. Deswegen würde ich sagen, das war's fürs Erste und dann machen wir gerade weiter. Richtig, gut. Machen wir weiter mit unseren Haltungen. Also Einzelhaltung, wie wir gesehen haben, Kompromissvorschlag. Es geht und es gibt Pferde, die das immer mal wieder brauchen, aus gesundheitlichen Aspekten, aus Management-Aspekten. Es ermöglicht uns auch, Pferde individuell besser zu managen. Aber wir haben ja vorher schon gesagt, Pferde würden Gruppenhaltung wählen. Und das wäre natürlich auch schön, wenn das geht. Damit kommen wir jetzt dann dazu, wie kann man denn Gruppenhaltung eventuell so gestalten, dass man auch da den individuellen Bedürfnissen dann noch besser gerecht werden kann. Und da haben wir natürlich heute einige sehr, sehr clevere Ansätze, die halt tatsächlich Pferde dann über computergestützte Fütterungssysteme dann die Futterzulagabe dann eben gesteuert steuern oder auch schauen, wie viel haben die Pferde gefressen, wie viele dürfen sie fressen und so weiter. Quintessenz ist, unsere Pferde brauchen einen Chip. Hier oben links sehen Sie so einen kleinen Chip, den kann man zum Beispiel in die Mähne einflechten. Es gibt auch Leute, die montieren den dann im Halfter oder in anderen Haltungen haben Pferde dann einen Halsriemen, in dem der Chip drin ist. Theoretisch könnte man ihn sogar auch in den Muskel implantieren, auch das wäre möglich. Aber macht man natürlich ungern, weil es ja sein kann, dass das Pferd auch das Haltungssystem mal wechselt. Also das wären so die üblichen Möglichkeiten. Chip in die Mähne, Chip aufs Halfter, Chip an Halsriemen. Und über diesen Chip kann man natürlich einen Kontakt zu einem Computersystem aufbauen und könnte dort ganz individuell versuchen, die Haltungsoptionen für die Pferde dann zu steuern. Und damit kämen wir dann eben auch schon zu individualisierten Haltungssystemen, die das dann auch nutzen können. Zum Teil auch nicht müssen, aber es wäre möglich.
Das heißt, wir können auch Einzelhaltungssysteme versuchen, schon so zu bauen, dass sie pferdegerechter sind. Dass sie also Vorteile vielleicht von der Box übernehmen können. Vorteil war der individuelle Schlafplatz, die Ruhe, die die Pferde haben, den Schutz, weniger Verletzungen eindeutig und halt einfach auch die individualisierte Fütterung. Und das könnte man natürlich auch machen, indem man zum Beispiel so einen kleinen Mini-Aktivstall, würde ich das mal sagen, konzipiert, den wir schon in etlichen Haltungen so sehen. Das heißt, wir können aus unserer Box auch einen Mini-Bewegungsstall machen. Und das wäre halt einfach, wir haben verschiedene Funktionsbereiche. Das heißt, wir könnten, hier auf diesem sieht man das ganz gut, da hätten Sie hier hinten drin den Liegebereich, dann hätten Sie hier einen Standbereich, dann haben Sie noch, oder Fressbereich auch, verschiedene Auslaufbereiche. Das ist ein anderes System. Da ist der Auslaufbereich dann mit Sand eingestreut. Hier bei diesem ist er gepflastert. Dann kann man natürlich das eben dann auch mit computerisierten Fütterungen versehen. Das heißt, hier hätten Sie dann eben eine Raufutterfütterung. Werden die später nochmal im Detail anschauen. Das ist eine, in der ein Schieber auf und zu geht. Die kann man dann zeitgesteuert dann auch einsetzen. Hier haben Sie auch eine Rauffutterraufe, in dem hier meistens auch dann eben Klappen auf und zu gehen und dann hinterher auch eben zeitgestaut auch das Futter dann letztendlich zuteilen können. Wasser haben Sie hier für zwei Pferde zusammen und Sie haben natürlich auch Bereiche, in denen Pferde quasi hier dann mehr Sozialkontakt aufnehmen können in diesen Außenbereiche. Also haben wir jetzt die Vorteile von der Einzelbox. Wir haben den Ruhebereich, wir haben den Schutz für die Pferde, weniger Verletzung. Wir haben die individualisierte Fütterung, die man auch sogar zeitgesteuert, auch dann über Chip dann auch verändern könnte, wenn man möchte. Und wir haben mehr Sozialkontakt über die Gitter. Was haben wir nicht? Was ist hier in der Form jetzt noch nicht zureichend abgedeckt, also ausreichend abgedeckt für die Pferde? Also ganz einstimmig die freie Bewegung. Genau. Also wie ich ja vorher gesagt habe, ne, das ist wieder ein Zimmer mit Balkon. Der Balkon ist ein bisschen größer geworden jetzt in diesem Zimmer, aber es bleibt ein Balkon. Das heißt, das Pferd kann hier zwar ein bisschen sich noch mehr bewegen, also ich denke mal, das wird jetzt hier so 4 bis 5 Meter haben oder so, also da ist schon auch ein bisschen Raum, sich ein bisschen umzudrehen und so weiter, aber richtig vorwärts gehen oder auch mal ein bisschen schneller laufen oder so ist natürlich hier nicht möglich. Das ist der Punkt Nummer 1, was hier zu berücksichtigen ist. Also die Bewegung wird hier nicht ersetzt. Das muss ganz klar sein. Wie sieht es aus mit sozialer Interaktion in diesen Haltungssystemen? Wo kann man sagen, super, passt so, viel besser als in der Box, ist für alle Pferde klasse oder könnte man auch sagen, was meinen Sie? Besser, schlechter, für manche Pferde gut, für manche Pferde schlecht? Also hier sind einige Meinungen, dass es nur bedingt bzw. eingeschränkt möglich ist, dass es zum Beispiel mit der Fellpflege schwierig ist. Man ist natürlich, dass das Pferd nur den Nachbarn zur Verfügung hat, also es kann sich den Sozialpartner nicht auswählen. Besser als in der Box, aber nicht genug. Genau, das sind so die Antworten. Gut, wunderbar. Also, da stimme ich mit Ihnen voll überein. Ich meine, Sie können sich jetzt hier zumindest sehen, riechen, beschnuppern, auch vielleicht so ein bisschen kraulen sogar, wenn Sie sich geschickt anstellen. Das ist alles deutlich besser als in der Box, ist trotzdem eben nicht ausreichend, weil Sie nicht wirklich Körper an Körper stehen können und richtig schön Fellpflege betreiben können. Aber diese Systeme haben noch ein weiteres Gefahrenpotenzial. Und da möchte ich auch ein bisschen darauf hinweisen. Wenn wir uns zum Beispiel hier auch dieses linke Stallsystem anschauen, Sie sehen auch hier hinten in den Liegebereichen sind überall halb hohe Wände. Das ist natürlich für das Pferd in der Beziehung schön, weil es einen Überblick über die Gruppe hat und auch immer sieht, wo die anderen Gruppenmitglieder sind. Aber
wenn Sie jetzt hier zum Beispiel in der Mitte ein sehr, sehr rangniedriges Pferd haben und Sie haben von außen zwei Giftpilze, die hier ständig eigentlich über diese Barriere rüberbeißen, dann kann das sein, dass dieses Haltungssystem für dieses, für den Schimmel, sagen wir mal so, der Schimmel wäre jetzt ein sehr rangniedriges Pferd und wir hätten außen dann zwei sehr dominante, vielleicht auch ein bisschen aggressivere Pferde stehen, die machen dem Schimmel hier dann das Leben zur Hölle. Weil der hat in dem Sinne, in diesem Haltungssystem, in diesem Stallsystem nicht mehr genügend Rückzugsmöglichkeiten. Und das wird häufig zu wenig berücksichtigt. Das heißt, hier haben Sie jetzt so ein Stallsystem, das ist der ganzen Länge nach quasi gleichmäßig konzipiert. Und da wäre es dann eventuell, da haben Sie dann nur noch die Möglichkeit, dass Sie einen dann eventuell an den Rand stellen, weil er hier dann eben weniger Druck von mehreren Seiten bekommt. Aber es kann eben auch sein, dass wir Pferde haben, obwohl wir sagen, oh, das ist ja super Luxus, Einzelboxensystem, da haben die Pferde schon mal ganz viel. Es kann sein, dass wir auch hier eben Pferde haben, die damit nicht zurechtkommen, weil sie einfach von beiden Seiten zu viel Druck bekommen. Gut, möchte da jemand noch was dazu ergänzen, berichten? Hier kam noch eine Anregung oder Frage, ob man solche Bereiche jetzt, die du gerade genannt hast, die eben offen sind, wo der Nachbar rüberkommen kann, zum Beispiel mit auch einem Netz oder irgendetwas dann versehen könnte, dass eben zumindest der Angriff in dem Sinne nicht möglich ist. Ja, das ist eine gängige Kompromisslösung, was man hier tatsächlich machen könnte. Wenn Sie nochmal links in das Bild reingehen, da wo der Schimmel steht, da ist ja eigentlich auch der Fressbereich der Nachbarbox direkt nebendran. Und das ist in dem Sinne ungünstig. Da ist eigentlich nur diese zwei Gitterstangen dazwischen. Das heißt, der Schimmel, wenn der wirklich extrem rangniedrig wäre, der hätte hier keine Ruhe zum Fressen. Und es wäre möglich, dass wenn nebendran ein sehr aggressives Pferd steht, dass der den jedes Mal wegbeißt vom Futter. Das heißt, dann wäre tatsächlich der Stallbetreiber gezwungen, dass er hier eine Trennung einbaut zwischen diese zwei Futterapparate, damit der Schimmel hier ganz Körper an der ganzen Länge seines Körpers geschützt an seinem Fressbereich stehen kann, um halt einfach auch in Ruhe, stressfrei, so langsam, wie er gerne möchte, sein Raufutter zu sich nehmen kann. Ansonsten haben wir hier irgendwann ein super ängstliches, gestresstes Pferd, was anfängt, das Futter reinzuschieben, so schnell, wie es gerade geht, weil er einfach dieses Gefahrenpotenzial, neben dem anderen zu stehen und zu fressen, so kurz wie möglich halten möchte. Ja, das war sogar gerade einer Zuhörerin aufgefallen, dass die Heuraufe sehr nah an dieser Trennwand ist. Gut aufgepasst. Super, gut, okay. Also deswegen auch wie immer, also mein Motto, ein Haltungssystem ist nur so gut wie sein Management. Dieses Haltungssystem schaut super toll schon aus, aber auch da muss man immer mit wachen Augen durchgehen und sich überlegen, könnte sein, dass es da Probleme gibt, aber es gibt für vieles dann auch eine Lösung. Natürlich kann man dann auch mit individuellen Anpassungen arbeiten, aber der Stallbetreiber muss dazu natürlich auch bereit sein. Das ist der nächste Punkt, dass man das dann auch offen eben ansprechen und diskutieren muss. Gut, ja, also deswegen, das hier ist schon mal eine Stufe besser, schon mal, wir kommen schon langsam Richtung Luxushotel für Pferde. Hier sind schon mal einige Dinge schön gelöst, aber eben es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie man lösen kann. Noch kurz einmal zu einer automatisierten Fütterung. Da hatte ich vorhin gesagt, dass ich die noch mal im Detail ein bisschen zeigen möchte. Hier sieht man jetzt ein individualisiertes Fütterungssystem, was Kraftfutter und Raufutter beinhaltet. Das heißt, wenn wir uns das jetzt hier neu eingebaut anschauen, hier wäre dann eben der Bereich, in dem das Pferd mit dem Kopf durchgeht, um Raufutter dann aufnehmen zu können. Und das kann man dann halt zeitgesteuert halt mit einem Schieber immer auf und zu machen, je nachdem, wie viel und wie lang ein Pferd fressen sollte. Parallel dazu könnte man dann auch eben dann noch einen Bereich mit einem Kraftfutterspender dann anschließen, sodass das Pferd innen drin dann auch noch so eine kleine Kraftfutterabstufstation hat. Das heißt, man sieht es jetzt leider nicht von innen. Man muss sich das so vorstellen, dass das Pferd hier unten von innen mit dem Kopf eben hier dann das Futter, Rauffutter dann hinter Kraftfutter, absammeln kann.
Also sowas, das wäre dann eine Einzelstation für Fütterung, sowohl Kraftfutter als auch Raufutter, mit dem man dann hinterher auch hier limitiert arbeiten kann, um eben einfach Fresszeiten nicht zu verlängern. Also das hilft uns jetzt nicht zu sagen, die Pferde fressen an sich länger, aber man kann versuchen, die Fresszeiten über den ganzen Tag zu verteilen. Das heißt, ich kann meine Raufutterportionen einfach in mehrere Portionen aufteilen, nicht nur zwei- oder dreimal am Tag vorlegen, sondern sagen, ich mache den Schieber jetzt 10-mal am Tag auf oder zu, und das Gleiche könnte ich mit einer Kraftfutterportion auch machen. Okay, da könnte ich, denke ich, sollte man einmal kurz nochmal das Thema ansprechen, wie häufig man tatsächlich eben dann füttern sollte. Und auch da gibt es tatsächlich mittlerweile schon einige Studien, die sich das angeschaut haben und festgestellt haben, dass wenn man die Futterportionen zu klein macht und ganz, ganz, ganz häufig jetzt immer diese Schieber aufmacht, dass das tatsächlich für die Pferde auch zu Stress führen kann. Das heißt, die aktuelle Empfehlung lautet nicht mehr als 10 Futterportionen pro Tag. Was meinen Sie, warum? Was denken Sie, warum ist das für das Pferd eventuell stressig, wenn wir jetzt noch mehr als 10 Futterzeiten pro Tag ansetzen? Wer hat eine Idee? So, hier kommen langsam Antworten. Hier kommt der Vorschlag, dass das Pferd kein Sättigungsgefühl bekommt, dass es eben seinem Bedürfnis in Richtung Hunger nicht stillen kann. Dann die Erwartungshaltung, dass es immer wartet, dass der Schieber wieder aufgeht, dass es vielleicht auch sehr schnell frisst und dass die Ruhezeiten zu kurz sind. Genau, perfekt, super. Damit haben wir eigentlich alle Kernthemen, die genau eben das betreffen, dass wenn man dann zu klein, also zu häufig quasi füttert, passiert genau das. Und ich weiß nur, da gibt es auch ganz lustige Stories. Also der, ich habe von einer Haltung, habe ich gehört, von einem kleinen, sehr cleveren Shetland-Pony, das dann eigentlich gewartet hat, bis der Schieber auf war. Dann hatte sich das Heu einfach gepackt und ganz viel Heu, so wie viel ging, hinter den Schieber zurückgezogen hat, bis da ein Riesenberg Heu lag, dann ging der Schieber wieder zu und dann hat der Shetland Pony so viel Zeit, wie es nur gerade wollte, um dann seinen Berg Heu aufzufressen. Also gibt auch immer Clevere, die auch mit dieser Problematik irgendwie umgehen können. Aber es stimmt, also in der Regel ist es tatsächlich eben so, dass das frustrierend ist für die Pferde, wenn sie ihr Fressbedürfnis permanent nicht komplett stillen können. Und dann eben ein großer Punkt ist auch eben dieses permanente Warten auf die nächste Fütterung. Wir haben dann einige Pferde, die wollen aus dieser Futterstation gar nicht mehr raus, weil sie einfach nur noch darauf warten, wann geht denn der Schieber schon wieder auf. Das heißt, sie stehen jetzt eigentlich in einem selbstgewählten, ja, wie soll ich sagen, Ständerhaltung, wenn sie dann eben im Futterautomaten stehen bleiben. Und das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Also deswegen führt das dann irgendwann auch zu Problemen. Gut, also Fütterung, Einzelhaltung, Mini-Aktivstall. Chancen, die wir jetzt schon gesagt haben, Futtermenge ist kontrollierbar. Sie haben Ruhe beim Fressen, wenn man darauf achtet, dass sie eben tatsächlich dann auch separierte Fressbereiche haben oder eben nicht angegriffen werden über die Abtrennungen dann. Man kann das Futter eben individuell vorlegen und auch das individuell konzipieren, wie lange die Tiere dann fressen. Wir können auch eine Bodenvorlage machen, das ist möglich. Also es trampelt ja ansonsten niemand auf dem Heu herum, außer das eigene Pferd. Futterautomaten zur Fresszeitverlängerung oder beziehungsweise Verteilung der Fresszeit über den Tag können wir dann eben ermöglichen. Wasser ist in der Regel kein Problem, weil wir ja eigentlich dann in der Regel mit Selbsttränken arbeiten, die auch immer Wasser vorrätig anbieten. Ja, die Herausforderung, die wir schon gesagt haben, Bewegung fehlt, das kam von Ihnen sofort. Da ist es eben tatsächlich auch noch nicht abgedeckt, um hier die Stoffwechselprozesse eben genügend in Gang zu halten.
Das heißt, auch hier können die Pferde trotzdem immer noch gelangweilt sein. Es ist immer, ist schon viel besser als in der Einzelbox, wo sie eigentlich noch viel weniger Anreize haben. Hier haben sie ein bisschen Bewegungsanreiz, mehr Sozialkontakt, sehen mehr, aber auch immer noch nicht wie in der Gruppenhaltung. Sie fressen alleine, das ist nicht artgemäß und der Sozialkontakt ist limitiert. Das hatten wir auch schon gesagt. Gut, da wir da schon über einiges drüber gesprochen haben, möchte ich dann mit Ihnen dann jetzt weitermachen und dann eben in den Bereich der Gruppenhaltung gehen. Und wenn wir uns Gruppenhaltungen anschauen, gibt es eigentlich auch nicht die Gruppenhaltung, sondern es gibt total verschiedene Konzepte, mit denen wir uns beschäftigen. Die klassischste Form der Gruppenhaltung ist eigentlich diese sogenannte Einraum-Innenlaufstall. Das heißt, damit haben wir es eigentlich mit einem Gebäude zu tun, in dem es im Prinzip nur einen Raum gibt, in der eine Gruppe Pferde sich aufhalten. Diese Form der Gruppenhaltung finden wir klassisch noch in unseren alten Gestüten. Das heißt, wenn Sie jetzt mal in die alten Gestüte gehen und da sich zum Beispiel die Mutterstutenhaltung anschauen, dann stehen die meistens alle zusammen in einem großen Gebäude. Das ist auch gar nicht nach Funktionsbereichen aufgeteilt. Das ist einfach einmal komplett mit Stroh eingestreut. Da stehen sie dann eben mit den Fohlen drin. In der Regel werden sie dann eben regelmäßig auf die Weide gelassen oder man hat dann auch noch Optionen, dass man sie anbinden kann, um sie eben dann mit Kraftfutter zuzufüttern. Das ist die klassische Form der Gruppenhaltung, die haben wir in Deutschland und auch in anderen Ländern schon seit Ewigkeiten. Aber wir fangen jetzt natürlich auch noch zunehmend an, uns mit anderen Konzepten zu beschäftigen. In diesem Einraum-Aus-Innen-Laufstall haben Pferde dann in der Regel auch keine Möglichkeit, irgendwie nach draußen zu schauen. Diese Räume sind meistens geschlossen. Das heißt, wir können es jetzt Stück für Stück für das Pferd luxuriöser gestalten. Eine Möglichkeit wäre schon mal einfach, eine Wand nach außen zu öffnen. Und damit hätten wir schon einen Einraum-Außen-Laufstall. Auch dieser Begriff wird meistens nicht korrekt verwendet, weil die meisten denken, Einraum-Außenlaufstall heißt, dass die Pferde rauslaufen können. Stimmt aber gar nicht. Sie können bloß rausschauen. Wenn sie rauslaufen können, haben wir noch einen Auslauf mit dabei. Dann sind wir hier in diesen Funktionsbereichen. Das hier heißt, hier hätten wir einen Einraum-Laufstall mit Auslauf und hier hätten wir einen Mehrraum-Laufstall mit Auslauf. Einraum heißt genauso wie bei dem, was ich vorher erklärt habe, eigentlich auch nur ein Funktionsbereich. Das heißt, hier wird geschlafen, gefressen, Sozialkontakt betrieben. Da steht einfach die Gruppe Pferde drin. Es gibt nur zusätzlich auch noch einen Auslauf. Das komfortable System, mit dem wir jetzt seit vielen Jahren eigentlich versuchen zu testen oder zu schauen, wie man das noch besser gestalten kann, ist jetzt unser Mehrraum-Außenlaufstall, in dem man einfach verschiedene Funktionsbereiche haben. Hier ganz einfach gegliedert dargestellt haben wir hier jetzt eben einen Liegebereich, wir hätten einen Laufbereich und wir hätten hier Fressständer als Fressbereich. Und in den Bereich möchte ich jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen, weil das eigentlich, wie soll ich sagen, die modernsten Gruppenhaltungssysteme sind, die eventuell eben dann auch verschiedene Optionen zeigen, wie wir unsere Pferde trotz Gruppenhaltung trotzdem individuell managen können. Und damit kommen wir dann eigentlich jetzt auch in den Bereich Aktivstall. Das ist nur ein Beispiel. Also danke da auch Thorsten Hinrichs, weil der mir jetzt auch ganz, ganz viele Fotos zur Verfügung gestellt hat. Das heißt jetzt nicht, dass wir nur von Aktivstall diese Ställe eben bauen können. Es gibt auch einige andere Anbieter auf dem Markt, die sehr ähnliche Stallsysteme bauen. Ich möchte das jetzt hier nur als Beispiel verwenden, wie man solche Stallsysteme bauen kann. Das heißt, wir haben hier ein Gruppenstallsystem, was einfach ganz, ganz viele Funktionsbereiche beinhaltet. Das heißt, das hier ist das Muster, was von der Firma Hit Aktivstall auch verwendet wird, um einfach so ein bisschen zu erklären, was eigentlich das Konzept ist. Das heißt, wir haben einen Bereich, der in der Regel befestigt ist, in dem die Pferdegruppe sich aufhalten kann. Dann haben wir dort meistens eine Liegehalle, die ganz hinten rechts zu sehen ist, in der die Gruppe liegen kann. Man kann auch mehrere Liegehallen bauen. Das sind jetzt neuere Konzepte, bieten das für größere Gruppen auch an, dass sich die Gruppen aufspalten können und getrennt in verschiedenen Liegehallen aufhalten können. Das ist eine Möglichkeit.
Dann haben wir verschiedene Fütterungsfressbereiche. Das heißt, wir haben jetzt hier eine überdachte Futterraufe und noch eine überdachte Futterraufe. Das könnten sowohl im Raufutterbereiche sein, als auch Kraftfutterbereiche. Sie sehen hier eine Tränke, die jetzt heute in der Nähe der Fressbereiche aufgebaut wird. Früher hat man das ganz anders gemacht. Noch in den älteren Aktivstellen hat man versucht, das Wasser als Anreiz zum Laufen zu verwenden und hat die Wasser, die Tränke, die Sie hier sehen, hier hinten irgendwo hingebaut, in den Auslaufbereich, also in diesen Wegebereich. Was meinen Sie, warum macht man das heute nicht mehr? Die moderneren Stallsysteme gehen davon wieder ab. Was meinen Sie, welchen Hintergrund es hat? Warum verwendet man das Wasser nicht mehr als Laufanreiz? Also hier kommt zum einen, dass die Pferde einfach nicht mehr ans Wasser gehen, dadurch auch vielleicht zu wenig trinken, zu wenig Wasser aufnehmen. Eigentlich im Prinzip, dass das Wasser nicht genügend Anreiz darstellt. Dass die Pferde auch gerne direkt nach dem Fressen trinken. Bequemlichkeit, das trifft es auch sehr gut. Genau. Super, okay, also die Punkte können wir schon mal aufgreifen. Es ist tatsächlich so, dass wir einige Pferde haben, die sind zu bequem. Die gehen aus der Liegehalle oder aus dem Fressbereich eigentlich gar nicht so gerne weg. Und vor allen Dingen betrifft es ältere Pferde, was wir jetzt feststellen, dass besonders die Senioren nicht mehr gerne so viel laufen, immer bequemer werden. Und die bleiben dann einfach eben in den Stallbereichen oder Fressbereichen und gehen nicht mehr zum Wasser. Und das ist natürlich eigentlich fatal, weil gerade die alten Pferde müssen auch regelmäßig weiter saufen. Ich finde das eigentlich total interessant, dass wir bei den Pferden eigentlich im Prinzip diese gleiche Entwicklung finden, wie wir es bei Menschen auch immer wieder sehen. Auch da haben wir bei Senioren vermehrt das Problem, dass sie zu wenig trinken. Und das tun unsere Pferde, unsere alten Pferde genauso. Das heißt, wenn wir eine Gruppe haben mit einem breiten Altersspektrum, kann man davon ausgehen, dass die alten Pferde halt einfach zu selten zur Tränke gehen. Und sie sollten eben häufiger dahin gehen, mehr über den ganzen Tag verteilt saufen und natürlich, was auch vorhin gesagt hatte, im Prinzip eine Möglichkeit direkt nach der Raufutteraufnahme dann gleich eben zur Tränke gehen, um dann eben auch genügend Flüssigkeit aufzunehmen. Also deswegen, die neuen Stallsysteme lassen die Tränke im Fressbereich oder in der Nähe des Ruhebereiches. Gut, was wir hier auch noch haben, ganz links hier, das ist so ein entweder ein Eingliederungsbereich, wie man den nennen kann, oder auch eben ein Krankenbereich oder eben auch, man kann das auch als Einzelfressbereich verwenden. Das heißt, ein gut konzipierter Aktivstall baut schon vor. Das heißt, wir hätten hier nochmal, wir haben quasi hier einen kleinen Mini-Aktivstall. Dieser Mini-Aktivstall, der kann so konzipiert werden, je nachdem, wie der Betreiber das möchte, dass hier nur ein oder zwei Pferde reinkommen, kurz bevor sie in die Gruppe eingegliedert wird, dass man das eben als Vorbereitungsbereich nimmt. Man kann es auch nehmen, indem man kranke Pferde da einfach mal rausnimmt aus der Gruppe, damit sie mehr Ruhe bekommen. Oder einige machen das sozusagen dann auch permanent für die rangniedereren Pferde in der Gruppe oder für die älteren Pferde, dass die dann eben über den Chip hier durch so eine Kontrollstation durchlaufen und permanent dauerhaften Zugang bekommen zur Futter dann. Dieser Bereich ist gar nicht so einfach, den zu anzulegen und zu konzipieren. Da muss man auch ziemlich clever sein, muss man bei jedem einzelnen Betrieb wieder schauen, wo passt der gut hin, weil unsere Pferde sind nun mal Gruppentiere, die möchten auch gerne in ihrer Gruppe bleiben. Das heißt, einzelne Tiere separieren sich in der Regel von der Gruppe nicht, auch ältere Tiere nicht oder kranke Tiere oder rangniedrige Tiere. Vielen von denen muss es schon extrem schlecht gehen, dass sie sich überhaupt von der Gruppe separieren.
Das heißt, auch da braucht man ein gutes Konzept. Das heißt, wenn man sowas sozusagen für Senioren anbieten möchte, sollte man sich darum kümmern, dass man dann in der Gruppe 2 oder 3 Senioren hat, die dann zusammen dann hinter in diesen Adlibitum-Bereich gehen. Dann funktioniert es, weil dann sind die in diesem Adlibitum-Bereich wieder eine Minigruppe und fühlen sich da dann hinterher eben auch zusammen wohl. Aber trotzdem ist es schon mal sehr clever und sehr gut, sich zu überlegen, wo kann ich sowas einbauen. Auch weitere Möglichkeiten, es sagt, dieses hier ist ja nur eigentlich eine Skizze, wie man diese Grundbausteine aufbaut. Das heißt, wir haben jetzt hier dann auch noch Laufwege, die mit verschiedenen Bewegungsanreizen versehen sind. Man kann hier unterschiedlichen Boden draufbauen. Hier hinten ist ein Kiesbett, könnte auch Wasser einbauen oder Wasserdurchgänge oder sowas, Hindernisse, die überwunden werden müssen. Je nachdem, was man gerne als Bewegungsanreiz hätte. All das kann jeder Betrieb natürlich unterschiedlich strukturieren und muss sich auch überlegen, wie variabel sind denn die Gruppen in seinem Betrieb. Wenn man zum Beispiel eine große Fluktuation hat, dann wäre es eventuell auch möglich oder sinnvoll, dass man vielleicht das ganze System dann auch mal trennen könnte, dass man 2 Gruppen auf dem System halten könnte. All solche Dinge wären theoretisch möglich. Gut. Gibt es prinzipiell erst schon mal eine Frage zum Aktivstallsystem? Wir hatten hier noch die Frage mit dem Trinken, dass Wildpferde ja eigentlich auch weite Strecken zum Wasser laufen. Ja, das ist ein guter Punkt und wir haben sogar auch einige wilde oder verwilderte Pferde, die sogar nur alle 2 Tage zum Wasser gehen. Und das manchmal unter extremsten Bedingungen. Also es gibt Pferde, die leben in Wüstenbereichen oder Wüstenrandgebieten, die trotzdem nur alle 2 Tage zur Tränke gehen. Aber man muss natürlich ernsthafterweise sagen, die überleben es, aber wir wissen nicht so genau, wie viele von denen das überlebt haben. Und sie können als Stallbetreiber schlecht ihren Kunden sagen, gut, er hält es aus, also reicht es auch alle 2 Tage. Ich denke mal, optimal ist es nicht. Es ist halt besser, tatsächlich eben Wasser nach Möglichkeit ständig anzubieten, sodass die Pferde sich das eben auswählen können, wenn sie meinen, dass sie es brauchen, auf ihren eigenen Stoffwechsel dann eben hören können oder mindestens 2-mal am Tag, wie das eigentlich auch in der klassischen Pferdehaltung schon seit Jahrhunderten eigentlich so gelebt wurde. Okay, sonst noch eine Frage, Helena? Im Moment sehe ich keine. Falls ich irgendwann mal was übersehe, bitte einfach nochmal reinschreiben. Perfekt, gut. Dann machen wir erst einmal weiter. Wenn wir uns jetzt diese Systeme im Detail anschauen, wird es eigentlich erst richtig interessant, sich anzuschauen, wie funktionieren denn eigentlich die unterschiedlichen Abschnitte und was haben wir da für Optionen. Wenn wir uns jetzt dieses System hier anschauen, wir haben jetzt hier eine Halle, eine riesengroße Halle, die super schön ist, sehr luftig, sehr offen, riesige große Liegebereiche mit Stroh eingestreut und rechts und links davon mehrere Rauffutterraufen, in dem ganz viele Fressplätze frei sind, sodass die Pferde sich in kleinen Gruppen jeweils unterschiedliche Raufen suchen können und so viel Platz haben, dass jeder irgendwo auch was findet. Das heißt, wir haben jetzt auch unsere Ponys hier in der Mitte, die sind scheinbar schon satt, denen hat es gereicht, die stehen jetzt schon in der Liegehalle und machen Nickerchen, während die anderen hier noch weiter fressen. Schaut sehr schön aus, sehr harmonisch, toller Stall, aber warum funktioniert der vielleicht für manche Pferde nicht? Kommt da noch was, Helena? Bin ich noch verbunden mit dem Chat? Ich habe jetzt nämlich gerade keine Möglichkeit, den Chat zu sehen. Und Helena sehe ich auch nicht mehr. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd, weil ich kann den Chat nämlich nicht einsehen, weil Helena den übernommen hat.
A. Ist zu wenig Bewegung auf fette Pferde? Ist es gerade reingekommen? Okay, ich komme gerade in den Chat wieder rein. Helene ist aus irgendeinem Grund raus. Warum, weiß ich nicht. Von einigen höre ich jetzt noch, bei Ihnen geht's noch. Und ich habe auch schon ein paar Hinweise in den Chat bekommen. Ah, Helen hat geschrieben, ihre Kamera hängt. Gut, also dann versuche ich jetzt mal in den Chat einfach so ein bisschen reinzugehen und mal zu gucken, was da reinkam. Wir haben schon ganz, ganz viele Meldungen jetzt. Ich schaue mal, versuche sie mal so ein bisschen der Reihenfolge so ein bisschen abzuarbeiten. Okay, also hier wurde als erstes gesagt, dass Stroh Störungen im Fressverhalten verursachen können, und zwar in dem Sinne Blähungen. Blähungen in dem Sinne nicht, aber Verstopfungen. Das heißt, wir haben eben tatsächlich Pferde, die hier einfach zu viel Stroh fressen über die ganze Zeit. Und Stroh ist halt einfach ein sehr zellulosehaltiges Futter. Damit tut sich die Verdauung schwer und es kann sein, dass es zu Verstopfungen kommt. Ist relativ selten, wenn sie noch genügend weiteres Heu auch noch zur Verfügung haben. Aber trotzdem kann es passieren. Es gibt tatsächlich welche so, die eben einige Probanden, die hier auch dann im Strohstall stehen und halt wirklich die ganze Zeit dann durchfuttern und hier einfach dann irgendwann auch Verdauungsprobleme bekommen. Also mit solchen Pferden geht das nicht. Die können wir nicht permanent hier auf Stroh stellen. In der Gruppenhaltung ist die Gefahr geringer als in der Boxenhaltung. In der Boxenhaltung sehen wir das ganz, ganz häufig, dass wir Pferde haben, die halt wirklich ihre Box einfach mehr oder weniger aus Langeweile ausleeren und dann hinterher eben dann tatsächlich eben dann auch Probleme bekommen. Es kam gerade die Frage, ob eine Strohraufe besser ist. Das werde ich dann gleich im nächsten Bild nochmal zeigen. Also diese Frage bitte einmal hinten anstellen. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Dann kam noch eine Frage, ob man alternativ Einstreu machen kann. Schauen wir uns auch gleich an. Das nächste, was jetzt noch was noch angesprochen wurde, ist es sehr offen und luftig. Das schaut jetzt im Sommer toll aus, das stimmt. Aber es kann in der Schlechtwetterphase auch mal schwierig werden. Das stimmt auch wieder. Auch das könnte sein, dass man da eben dann eventuell dann dazu gehen muss, dass man da entweder Windschutz anbringt an den Hallen oder eben auch tatsächlich sogar solche Abdeckungen. Ich kann mir auch vorstellen, in einigen Bereichen geht das gar nicht, weil es da so durchpustet, dass das Stroh nicht lange dort liegen bleiben würde, wenn es mal einmal kräftig stürmt. Das heißt, auch das ist möglich, dass das eben nicht zu allen Wetterlagen generierbar ist. Und dann ist halt die Frage, wenn das dann so wäre, dass man den Stall dann hinterher komplett dicht machen muss, ist das dann hinterher noch eine gute Option? Oder haben wir dann hinterher eine geschlossene Halle, die von den Pferden nicht mehr genutzt wird? Auch das muss man im Auge haben, das stimmt. Dann kam noch eine Anmerkung rein, dass es bei manchen Pferden nicht geht, weil sie Allergiker sind. Das stimmt, auch hier haben wir eben Pferde, die eben besonders zu Stauballergie neigen und auch eventuell mit Stroh nicht eingestreut werden können. Und was wir da auch manchmal finden, besonders schwierig, ist es sogar auch noch mit gespritztem Stroh. Also das habe ich selber auch persönlich kennengelernt, dass hier eben Pferde tatsächlich massiv Probleme bekommen, wenn man sie mit gespritztem Stroh einstreut. Auch solche Pferde wären natürlich auch in diesem Haltungssystem nicht so gut aufgehoben. An sich ist es möglich, Fresszeit mit Stroh zu verlängern. So muss man es halt einfach sehen, weil wenn wir Heu in einer sehr guten Qualität anbieten, dann fressen sie einfach in der kurzen Zeit zu viel hofwertiges Futter. Eine Möglichkeit ist natürlich, zusätzlich Stroh als Futter anzubieten. Das kann man so machen, wenn das mit der Pferdegruppe geht. Also tatsächlich einfach den Liegebereich einstreuen. Das ist der Klassiker. Das finden wir in ganz, ganz vielen Haltungssystemen so. Aber wie gesagt, haben wir halt unsere Gefahrengruppen auch da wieder, die damit nicht zurechtkommen. Also gestresste Pferde, die dann so schnell reinfressen, dass sie Verstopfungskoliken bekommen, Allergiker, die mit dem Stroh nicht zurechtkommen, vor allem mit gespritztem Stroh, oder eben hinterher, dass man sagt, dass der Stall dann nicht mehr funktioniert, wenn das Wetter schlecht wird und wenn hier das Wetter umschlägt. Das heißt, wir können uns
Auch da müssen wir uns eben überlegen, welche Alternativen hätten wir. Das hier ist ja jetzt unser Liegebereich. Wir wollen ja gerne, dass die Pferde sich ablegen, ausruhen, schön schlafen können. Das ist natürlich hier ideal. Das ist eine Riesenfläche, auf der die Pferde sich gut ablegen können. Und auch die soll natürlich so konzipiert werden, dass alle Pferde eigentlich da auch gleichzeitig drin liegen könnten. Und tatsächlich ist es so, es gibt einige Studien, die zeigen, dass Pferde, wenn sie die Wahl haben, Stroh immer bevorzugen in der Liegehalle. Das heißt, Pferde liegen einfach auch unheimlich gerne auf Stroh. Es isoliert besser eigentlich als andere Materialien. Sie bevorzugen es. Trotzdem kann man dann natürlich auch noch schauen, dass man Bereiche eventuell eben mit anderen Materialien dann eben als Liegehalle versieht. Hier wären jetzt zwei Vorschläge. Also einerseits kann man natürlich mit Gummimatten arbeiten oder man kann auch kombiniert arbeiten, Gummimatte und obendrauf ein bisschen Einstreu. Man kann natürlich auch mit Bereichen arbeiten, die entweder mit Sand oder Spänen oder Flachs, was vorhin eben auch angesprochen wurde, eingestreut sind. Momentan haben wir auch einige Ställe, die Waldboden verwenden als bessere Alternative. Und kommt jetzt auch gerade rein, dass eben das bei den Matten dann häufig dann mal eine Problematik darstellen kann, dass sie eben von den Pferden nicht sauber gehalten werden. Das heißt, es gibt immer wieder Pferde, das ist tatsächlich ein massiver Nachteil von Gummimatten auch. Viele Pferde liegen gerne auf Gummimatten, wenn sie es erstmal kennen, aber es gibt halt immer wieder Pferde, die eben einfach draufstahlen und draufkacken. Und damit ist dann diese Fläche eben nicht mehr so schön sauber, wie sie hier dargestellt wird, sondern die Urinpfützen stehen dann eben auf den Gummimatten und die Pferde liegen mehr oder weniger im Urin. Und das ist natürlich dann auch keine gute Lösung, weil das findet man eigentlich in der Natur so gut wie nie, dass Pferde dann eben total verklebt sind, weil sie eben auf Gummimattenbereichen dann liegen. Gerade jetzt die Anmerkung Waldboden und Kompost ist beides möglich. Also Gisa meinte Kompost, ob das als Einstreu noch geht. Ja, geht auch. Es muss natürlich sehr, sehr fein kompostiert sein. Flachs und auch, Waldboden, alles beide funktioniert auch ganz prima, weil es den Urin eben auch ganz gut aufsaugt. Trotzdem ist es immer noch so, auch diese ganzen Böden, die man miteinander verglichen hat, Pferde würden tatsächlich immer noch Stroh bevorzugen. Das heißt, auch das müssen wir uns, die Frage müssen wir uns offen stellen. Wenn es geht, Pferde mit Stroh einzustreuen, sollte man das tun. Aber wir haben halt eben immer mal wieder Pferde im System, bei denen geht es nicht. Da müssen wir dann eben andere Optionen anbieten. Und damit komme dann zu dem, was ich jetzt so ein bisschen hinten angestellt habe. Hier haben wir jetzt zwei Futterraufen, die im Prinzip Stroh als Fresszeitverlängerung dann verwenden. Und das heißt, wir haben jetzt links jetzt hier einfach eine Futterraufe, die für alle einfach offen ist. Das heißt, wir haben hier eine große Raufe, die ganz viele Fressplätze anbietet, in der Stroh einfach regulär angeboten wird. Das heißt, Pferde können zusätzlich zum Heuangebot auch immer dahin wandern und sich dann eben mit Stroh versorgen. Das heißt, wir können die Fresszeiten vom Stroh, vom Heu reduzieren und dann eben stattdessen eben dann einfach auch Stroh durchgängig anbieten. Das wäre dann permanent verfügbar. Aber trotzdem haben wir da dann auch immer noch Pferde, die auch selbst da noch zu viel Stroh fressen. Und deswegen finden wir hier rechts quasi so eine Möglichkeit, in der dann tatsächlich das Stroh eben auch mit einem Heunetz überdeckt ist. Das heißt, eigentlich die gleiche Raufe, nur obendrauf liegt dann eben noch ein Heunetz. Der ist jetzt eigentlich dann das Durchfutzeln noch möglich. Mal sehe gerade von Helena, kommt gerade eine Meldung, dass sie ihren Ton und Kamera nicht in Gang kriegt. Alles gut, Helena. Ich kriege das momentan jetzt gerade so, glaube ich, einigermaßen gescannt. Das heißt, alle Fragen oder Anmerkungen aus dem Chat habe ich jetzt noch nicht so ganz, aber so einige so im Augenwinkel schon mitgelesen und versuche die jetzt so Stück für Stück einfach dann wieder zu integrieren. Also verzeihen Sie es mir, wenn ich nicht alle lese. Das ging gerade, wenn jetzt ganz viele reinkommen, passiert es schon mal eine, dass dann eine jetzt nicht
berücksichtigt ist. Also ja, auch das hatten wir ja vorher angesprochen. Heunetz, ja, kann man auch verwenden, um es den Pferden einfach ein bisschen schwerer zu machen oder beziehungsweise die Fresszeit zu verlangsamen, die Fressgeschwindigkeit zu verlangsamen und hier einfach dann letztendlich das Stroh rauszufutzeln. Dauert ein bisschen länger, aber sie sind eben damit beschäftigt. Jetzt kam noch ein Anweis von Slow Feeder von Turne. Unter Slow Feeder kann man sich im Prinzip verschiedene Systeme vorstellen, die einfach auch versuchen, dem Pferd schwerer zu machen, schnell zu fressen. Das heißt, wir haben auch da auf dem Markt eine ganze Menge Angebote. Es gibt zum Beispiel so birnenförmige Säcke, die einfach eben auch so ein paar Löcher drin haben, in denen die Pferde dann hinterher das Raufutter rausziehen müssen. Ja, auch da kommt es. Platten mit Löchern gibt es auch hier in dem Sinne von Futterautomaten. Auch ähnlich wie Futterautomaten kann man das gestalten. Sie können es mit Gittern machen, Sie können es Platten mit Löchern machen, Sie können große Säcken mit Löchern aufhängen. All das sind halt letztendlich Möglichkeiten, es dem Pferd einfach zu erschweren, schnell zu fressen. Sie müssen einfach ein bisschen mehr stemmen, um ans Futter ranzukommen. Kann man machen. Sie beinhalten aber alle, dass Pferde nicht mehr in einer natürlichen Fresshaltung fressen. Und das muss man sich immer so ein bisschen im Kopf behalten. Wenn man diese Limitierungen oder wie soll ich sagen, die Fresszeitverlängerungen so anbringt, dass Pferde sich dann auch noch frei dazu positionieren können, ihren Platz immer mal ein bisschen verändern können, ist das in der Regel kein so großes Problem. Aber auch da eben darauf achten, nicht irgendwo in die Ecke reinhängen, sodass Pferde immer in der gleichen verdrehten Haltung da dran fressen. Hier bei der Futterraufe ist es im Prinzip auch fast so ein bisschen ähnlich. Was man hier auch sieht, Pferde fressen hier in einer erhöhten Fresshaltung, also ähnlich wie wir das früher bei den gängigen Futterkrippen hatten, die ja auch eigentlich immer so auf 1,20 Meter Höhe manchmal waren. Das ist eigentlich viel zu hoch, weil das Pferd eigentlich immer mit hoch erhobenem Kopf fressen muss. Für eine kleine Kraftfuttermenge ist das nicht so schlimm, weil die ist in einer Viertelstunde bis 20 Minuten spätestens weg. Aber den ganzen Tag über Raufutter zu fressen, ist eben nicht so günstig, weil das dann letztendlich auf Dauer dann eben auch wieder zu Verspannungen im Nacken und im Rücken kommt, wenn Pferde die ganze Zeit mit erhobener Halsposition eben dann ihr Raufutter dann fressen müssen. Noch schlimmer sind eigentlich das, was man heutzutage gar nicht mehr macht. Das waren diese Raufutterraufen, die es früher gab, die sogar ganz oben an der Wand angebracht waren, sodass Pferde tatsächlich das Futter dann richtig dann von oben rausrupfen mussten. Das heißt, immer mit hoch erhobenem Kopf da standen. Die gab es in meiner Kindheit noch. Heutzutage sieht man die eigentlich fast nirgendwo mehr, vielleicht nochmal im Zoo irgendwo oder so. Aber das war früher gängig, vor allen Dingen in der Haltung von Arbeitspferden. Die hatten häufig eben so sehr extrem hoch montierte Futterkrippen, indem sie sich dann das Raufutter Stück für Stück runtergezogen haben. Also, fassen wir vielleicht ganz kurz zusammen. Stroh zufüttern sollte man, wenn man Heufutterung reduzieren will. Da natürlich auch ein bisschen auf die Allergiker Acht geben. Das heißt auch Stroh in einer sehr guten Qualität ankaufen. Vielleicht auch Bio-Stroh, eben ungespritztes Stroh, auch darauf achten. Das heißt, wir haben es da mit einem Futtermittel zu tun, das in einer sehr guten Qualität eingekauft werden muss. Eventuell eben da auch Fresszeitverlängerer drüber spannen, also Heunetze drüber spannen oder so, wenn es sein muss. Man könnte theoretisch auch diese Heuraufen, in der Stroh liegen, auch zeitgesteuert machen. Auch da könnte man eventuell dann mit einer Klappe arbeiten, sodass die nicht den ganzen Tag über zugänglich wären. Ah, Helena ist wieder da. Okay. Vorher, ich versuche nochmal jetzt, bevor wir das weitermachen, ich glaube, es kommen gerade so viele Fragen rein, da können wir uns jetzt gleich noch ein bisschen Zeit zu nehmen. Es kam erstmal die Frage nach den Strohsorten, die Pferde bevorzugen. Also im Prinzip ist da ganz, ganz viel eigentlich möglich. Weizenstroh nimmt man nicht so gerne hin, aber Gerstenstroh haben wir in Deutschland nicht so häufig. Das wäre ein sehr, sehr hochwertiges Stroh auch. Haferstroh wird in der Regel sehr schnell gefressen. Also
auch da ist schwer zu sagen, auch zum Teil ein bisschen das nehmen, was vorrätig wäre. Gerstenstroh wäre klasse. Viele machen dann Weizenstroh, weil es einfach da ist. Haferstroh nur, wenn es nicht anders geht, würde ich mal so sagen. Dann kam noch die Frage, ob es einen Unterschied macht. Dass man in einer Heuraufe noch ein Netz drüber macht. Moment. Ah, okay. Jetzt habe ich begriffen. Also im Prinzip geht die Frage in die Richtung, wenn wir ad libitum Futter anbieten und Pferde wissen, dass sie eigentlich den ganzen Tag über ad libitum Futter aufnehmen können, ob man denn eigentlich überhaupt eine Fresszeitbremse braucht, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ich glaube, jetzt kam ja genau. Ja, das ist eine aktuelle Diskussion. Die müssen wir auf jeden Fall auch führen. Gut, dass die aufkommt. Es gibt tatsächlich einige Betriebe, die sagen, ich mache diesen ganzen Zirkus nicht. Wir füttern einfach den ganzen Tag ad libitum Heu und versuchen, den Bewegungsanreiz zu erhöhen. Eins dieser, wie soll ich sagen, Stallsysteme, das beinhaltet das sogenannte Paddock Paradise System. Paddock Paradise System macht in der Regel keine Limitierung. Die füttern in der Regel Heufutter tatsächlich ad libitum, das heißt den ganzen Tag durchgängig, und versuchen dann Wegesysteme anzubieten, auf denen Pferde eben genügend Bewegung bekommen, um halt einfach das Fütter umzusetzen. Und ich habe tatsächlich auch schon mit einigen Pferdehaltungsbesitzern, also Pferdebetriebsleitern geredet, die solche Systeme haben, die berichtet haben, dass die Pferde, die neu kommen in diese Ad libitum-Fütterungen, am Anfang erstmal unglaublich viel fressen, aber dass sich das dann so nach 4 bis 6 Wochen langsam reduziert und dass die meisten Pferde sich dann eigentlich auf ein spezifisches Limit irgendwo einpendeln, was deutlich niedriger ist als das, was hinterher eben schon aufgenommen wurde, als die Pferde kamen. So dass es, ja, es gibt tatsächlich gut funktionierende Gruppenhaltungen, die Heu ad libitum füttern, ohne dass sie Fresszeitverlängerungen brauchen oder Slow-Feeder-Systeme brauchen. Daran ist aber ein extrem cleveres Management geknüpft, die halt wirklich versuchen, dass die Pferde in Bewegung bleiben, eben genügend Bewegungsanreize haben und so weiter. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob das tatsächlich für alle Pferde funktioniert. Diese Stallbetreiber, mit denen ich geredet habe, die haben zum Teil auch mehrere Haltungssysteme gehabt. Ich kenne zum Beispiel einen Betrieb, der hat 2 Paddock Paradise Systeme und 2 Aktivställe und verschiebt die Pferde je nach Bedarf dann eben in die unterschiedlichen Konzepte. Das heißt, diese Betreiberin sagt, mit manchen Pferden funktioniert das wunderbar im Paddock Paradise System, deren Futterbedarf reguliert sich irgendwann auf einem normalen Level. Die fressen dann auch gar nicht mehr. Aber es gibt auch welche, die sie dann doch lieber in den Aktivstall verschieben und da dann hinterher tatsächlich zeitgesteuert dann füttern. Also auch da gibt es nicht für jedes Pferd wirklich das ideale Konzept. Man muss es ein bisschen ausprobieren. Okay. So, was haben wir jetzt noch vorher gehabt? Vorlage von Raufutter 20 cm über Boden, ist das empfehlenswert? Auch das wollte ich noch kurz aufgreifen. Das habe ich schon so aus dem Augenwinkel gesehen. Da gibt es auch wieder eine ziemlich interessante Diskussion, nämlich gerade über das Thema. Wenn wir auch das Futter 30 cm über dem Boden anbieten, ist das eine Möglichkeit? Sie sehen das jetzt quasi auch in dieser Strohfutterkrippe, die Sie jetzt links sehen. Das dürfte so ungefähr 30 cm sein. Das heißt, diese Pferde stehen tatsächlich immer noch in der gestreckten Oberlinie. Das heißt, sie können auch Kopf und Hals strecken und annähernd quasi fast vom Boden fressen. Aber was machen sie nicht? Was machen diese Pferde an diesen Heufutterraufen gerade nicht, wenn sie auf 30 cm stehen? Kein Ausfallschritt. Super, perfekt. Sie sind ja die super besten Schüler überhaupt, die ich jetzt schon die ganze Zeit mit dabei hatte. Ja, also die Pferde stehen nicht im Ausfallschritt. Die stehen alle gerade.
an dieser Futterraufe. Und da streiten sich momentan jetzt gerade die Hufschmiede, was das eigentlich bedeutet. Es gibt Hufschmiede, die sagen, super, ist eigentlich gut, weil sie belasten ja auch die Hufe gleichmäßig. Das heißt, wir haben hier eventuell dann sogar hinterher bei diesen Pferden gleichmäßigere Hufe. Wir haben aber auch Osteopathen, die sagen, nee, ist eigentlich nicht gut, weil das Pferd ja in der Natur eigentlich durch diesen Ausfallschritt seine Muskulatur auch immer wieder bewegt und durchdehnt. Und das machen diese Pferde eben nicht. Die stehen einfach immer fixiert in der Schulter und der Schulternackenpartie. Das heißt, auch hier haben wir einen Kompromiss. Das heißt, wir haben hier das Futter gesichert. Das ist überdacht, das wird nicht nass. Qualität können wir beibehalten, wir können sie kontrollieren. Wir können eventuell kontrollieren, wie viel, wie lang fressen die Pferde. Aber das bringt jetzt wieder für uns den Kompromiss mit, dass wir sagen müssen, wir gehen vom Ausfallschritt weg. Und es gibt auch immer noch Haltungssysteme, die sagen, die einzige wirkliche natürliche Vorlage ist die Bodenvorlage. Nur das ist halt generiert halt wirklich das ideale Fressen. Nur haben wir halt damit so viele Verluste in dem Futter, was wir anbieten, sowohl Stroh und natürlich auch Heu, dass das von einigen Betrieben gar nicht stemmbar ist. Weil das werden Sie auch alle kennen. Sie haben die Box gerade frisch gesäubert oder den Liegebereich frisch gesäubert. Was machen die als allererstes? Draufgehen, draufpieseln. Weiß auch nicht, warum das so toll ist. Aber so ein frisch eingestreuter Bereich, egal ob das Stroh oder Heu ist, dann denken sich immer, Blödel, das ist jetzt dein Futterheu, was ich dir da gerade vorgelegt habe. Du gehst hin und strahlst einfach drauf. Ist aber so. Solche Pferde haben wir halt immer wieder und in der Gruppenhaltung können sie darauf wetten, dass sie da welche mit in ihrer Gruppe drin haben, die das eben auch tun. Das heißt, das kann man in der Gruppenhaltung bei einer Bodenvorlage nicht verhindern, dass die Pferde halt immer mal wieder drauf strahlen und wenn es dann eben nicht überdacht ist, dieser Bereich, dann wird es eben auch noch nass und die Pferde mögen es dann irgendwann auch nicht mehr. Beziehungsweise die Qualität des Futters ist dann eben so minimiert, dass man es eigentlich auch nicht mehr wirklich gerne als Futter anbieten möchte. Gut, also auch hier sehen wir wieder, auch hier haben wir immer Chancen und Herausforderungen. Wir müssen immer die Pro und Contra diskutieren und uns irgendwann überlegen, welchen Weg gehe ich? Was ist jetzt für mich einfach der beste Weg? Dann kam noch Heu am besten an 100 Plätzen ablegen und warten. Ja, wenn es funktioniert, aber letztendlich, wie gesagt, meistens haben wir dann doch eben auch einen zentralen Bereich, in dem wir füttern. Auch arbeitstechnisch ist das oft gar nicht anders machbar. Auch irgendwo müssen sie ja da fertig werden. Dann kam noch die Frage von Sarah Freitag, ob sich ein Pferdeklo lohnt. Pferdeklos werden tatsächlich in manchen Betrieben angelegt, direkt in der Nähe der Liegehalle, dass man eben da wenn man die Liegehalle zum Beispiel mit Gummimatten und Sägespänen konzipiert hat, dass man draußen dann eben noch dazu eben einen Sandbereich hat oder einen Stroh eingestreuten Bereich. Man kann das ausprobieren. Es gibt Pferdebetriebe, klappt das wunderbar. Da nehmen das die meisten Pferde tatsächlich an, aber es gibt auch Betriebe, in denen die Pferde das ganz schlecht annehmen, wo wir dann leider trotzdem immer noch einige haben, die einfach zu bequem sind, aus der Liegehalle rauszugehen und lieber gleich an Ort und Stelle pieseln und kacken. Also auch da, ja, ich würde sagen, ausprobieren kann man es auf jeden Fall, aber nicht enttäuscht sein, wenn die Pferde es nicht annehmen. Auch das ist tatsächlich in manchen Betrieben die Norm. Okay, haben wir sonst noch irgendwas Prinzipielles vergessen? Ich habe das mit dem Pferdeklo, hatte ich vorher auch schon mal gesehen. Also ich habe jetzt gerade auch noch mal versucht, ein bisschen zu überfliegen. Ich glaube, du müsstest eigentlich soweit die Fragen beantwortet haben. Super, okay. Dann, Helena, jetzt zähle ich wieder auf deine Unterstützung. Ich lasse die Kamera jetzt an, dann wird hoffentlich nichts passieren. Ja, so ist das immer, die gute Technik. Okay, aber kriegen wir schon hin. So, dann mache ich jetzt einfach erst einmal einen Schritt weiter.
Ich möchte jetzt gerne nochmal auf diese ganzen Fütterungsstationen eingehen, die wir in den verschiedenen Aktivstellen haben, weil es da einfach unglaublich viele verschiedene Systeme mittlerweile gibt, die zum Teil ihre Vor- und Nachteile haben. Und ich denke, die können wir auch mal durchsprechen. Und da ist wie das Gleiche wie vorher. Man muss sich selber überlegen, was möchte ich eigentlich? Das heißt, hier sehen wir jetzt einfach auch schon mal ein sehr großzügig konzipiertes Paddock-System, würde ich so sagen, mit dem wir hier auch verschiedene Fressplatzangebote haben. Und was jetzt hier schon auffällt, ist einfach auch, dass es viele Fressplatzangebote sind. Und das ist auch das, was viele Fütterungsspezialisten eigentlich immer fordern. Dass wenn man sagt, wenn man in der Gruppe füttert, sollten wir eigentlich für jedes Pferd einen Fressplatz haben plus einen freien Platz. Mit dem Hintergrund, dass diese Fressplätze eben so auch angelegt sind, dass Pferde entweder friedlich nebeneinander fressen können und wenn sich mal einer nicht verträgt, dann muss er auch die Möglichkeit haben, eben den Platz zu wechseln und noch, es sollte immer noch ein Freier dann für ihn da sein, wo er dann weiter fressen kann. Das heißt, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Wenn wir uns große Gruppenhaltungssysteme anschauen, stehen da manchmal 40 bis 60 Pferde drin und es gibt es auch sogar noch größer. Das würde dann heißen, das wird tatsächlich für jedes Pferd eben dann so einen zeitgesteuerten Fressplatz bräuchten. Und tatsächlich gibt es eben einige Haltungssysteme, die das nicht tun, die dann eben einen anderen Weg gehen, für uns nachher auch noch anschauen können. Hier jetzt einfach erst nochmal andere Bauarten, die wir uns nochmal anschauen könnten. Man kann halt hier so einen viereckigen Turm haben und der ist auch schon gerade mit so Klappen ausgerüstet, in der man die Zeiten einstreuen kann, die rauf und runter gehen. Was meinen Sie, was hat dieser viereckige Turm für Vor- und Nachteile gegenüber diesem länglichen Turm? Wenn man sich jetzt überlegen muss, ich baue jetzt einen von den beiden. Bauliche Vorteile und Vorteile für Pferd und für das Pferd. Vorschläge von Ihrer Seite. So, hier kommen schon wieder die ersten Antworten. Also bei dem Eckigen können die Pferde sich besser aus dem Weg gehen und es sind weniger Pferde nebeneinander. Es gibt mehr Ausweichmöglichkeiten als in der langen Reihe. Man kann schneller herumlaufen. Die Pferde können sich gegenseitig beobachten. Baulich ist allerdings das Viereck anfälliger beim Sturm. Und hier auch nochmal beim Viereckigen können sich die Pferde gegenüberstehen. Wunderbar. Also ich würde sagen, vom Seiten der Sozialverhalten würden Pferde tatsächlich dieses hier bevorzugen, weil sie halt rund um das Futter stehen und quasi das Futter in der Mitte haben, wie so eine Gruppe das auch tun würde und zusammen eben am gleichen Platz fressen. Hier haben sie dann eher so eine Aufteilung, dass jedes Pferd sich so seinen eigenen Fressplatz sucht, aber eigentlich darüber so ein bisschen den Sozialkontakt verliert. Also die anderen nicht mehr wirklich so im Blick hat, sondern einfach mit seinem Pferdfutter konzentriert ist. Das ist eigentlich gar nicht so eine pferdetypische Fresssituation. Das hier wäre viel typischer, aber das funktioniert nur in harmonischen Gruppen. Weil wenn wir nur solche Raufen hätten und wir haben da jetzt so ein paar Giftpilze dabei, dann gibt es immer welche, die halt quasi jetzt darüber beißen auch. Also nicht nur in beide Richtungen, sondern auch nach vorne raus. Das heißt, einer, der jetzt hier an diesem Fressplatz stände, der könnte jetzt diese vier Plätze monopolisieren plus die, die hier am Rand sind. Da käme dann niemand mehr hin. Das heißt, diese Raufe funktioniert einfach nicht, wenn wir da quasi Pferde haben, die extrem futterneidisch sind. Und in solchen Fällen würde diese Raufe hier besser funktionieren, weil diese Pferde müssen sich zwangsweise ein bisschen besser verstreuen. Das heißt, hier haben wir natürlich auch wieder dann die Besonderheiten, mit was für einer Gruppe habe ich es zu tun. Wenn ich hier eine ganz, ganz eine kleine, sehr stabile Gruppe habe, zum Beispiel Mutterstuten oder sonst irgendwas oder auch eine kleine Gruppe, die einfach über lange Zeit schon immer zusammen ist, die kommen in der Regel mit so einer Raufe wunderbar zurecht, kein Problem. Wenn wir aber einen Stall haben, in dem Pferde häufiger mal durchwechseln, sehr unterschiedlich sind und so weiter, ist eventuell diese Rauffutter
Angabe oder dieses Angebot einfach cleverer, weil die Pferde sich einfach doch besser aufteilen können, beziehungsweise besser Distanz zueinander halten können. Aber baulich ist die hier viel anspruchsvoller. Die hier ist viel günstiger zu bauen und zu konzipieren, als tatsächlich eben hier dieses Fressplatzangebot. Zu schützen, ja, ist die Frage, wie man das tun kann. Auch da muss man natürlich schauen, wie kommt, von welcher Seite kommt der Wind oder wie weht es da durch und so weiter. Auch hier bei diesem Bereich, den könnte man tatsächlich auch schon fast mit als Unterstand konzipieren und da den Pferden tatsächlich eben auch noch Wind- und Wetterschutz zusätzlich dann bieten. Okay, das wäre einfach mal eine Anmerkungen zum Baulichen, und jetzt kommen wir dann Anmerkungen einfach auch zu den verschiedenen Futterangeboten. Hier hätten wir jetzt eine zeitgesteuerte Raufe, in die Pferde mit Chip eigentlich auch reinkommen. Sie sehen jetzt hier ganz rechts eben der Fuchs, der hat hier so ein Halsband. An diesem Halsband ist in der Regel ein Chip angebracht. Und die müssen dann mit dem Hals eben durch ein Gatter durch. Dieses Gatter geht nur auf, wenn eben auf dem Chip dann abgelesen wird, das Pferd hat jetzt gerade Zugangsberechtigung. Das heißt, es ist Fresszeit und er hat eben, darf noch mehr fressen. Was Sie jetzt hier auch sehen, das ist dieser Stall, den Sie hier links sehen. Hier haben wir jetzt nicht mehr einen Fressplatz pro Pferd, sondern wir haben es jetzt hier mit einer ziemlich großen Gruppenhaltung zu tun. Das ist ein großer Betrieb mit 40 Pferden ungefähr. Das sind jetzt 4 bis maximal 6 Fressplätze nebeneinander. Ganz am Anfang, als man angefangen hat, solche Fressplätze zu bauen, da hat man manchmal sogar Einzelfutterfressplätze gebaut, auch für Raufutter, bis man dann festgestellt hat, nee, das ist suboptimal, weil Pferde halt einfach nicht gerne alleine fressen. Dann ist man mehr dazu gegangen und hat dann einige nebeneinander gebaut, sodass man eben gesagt hat, Minimum 2, besser 4 oder 6. Das heißt, hier ist auch wieder so eine Kompromisslösung. Aber es hat tatsächlich nicht jeder immer Zugang zu diesem Fressbereich, sondern die Pferde fressen ihre Fresszeit und müssen danach dann wieder raus, wenn die Fresszeit durch ist, sodass die Nächsten dann hinterher auch Zugang bekommen. Und das kann natürlich tatsächlich auch wieder zu Problemen führen. Das heißt, auch hier finden wir Pferde, die haben gar keine Lust, da rauszugehen, die parken da eventuell auch ein. Gehen nicht mehr raus. Dann haben wir andere, die von hinten nachdrängen und eben ihr Futter dann auch einfordern und sagen, hallo, ist jetzt meine Fresszeit. Also auch diese Fressbereiche haben unter Umständen ein hohes Aggressionspotenzial. Auch das muss man sich gut anschauen. Ich finde, so Betriebe, in denen dann irgendwann die Hälfte der Pferde dann irgendwann die gesamte Zeit nur noch an diesen Futterautomaten verbringen, auch nicht so wahnsinnig pferdetypisch, weil das ist jetzt auch nicht normal, dass ein Pferd ständig eben immer in dem Bereich sich aufhält, wo er die ganze Zeit darauf wartet, dass endlich mal wieder die Klappe aufgeht, dass er Futter bekommt. Ja, war das das schon? War es meine letzte? Halt, stopp, Helena, ich glaube, jetzt habe ich mich verklickt. Ja, ich glaube, du bist ein Pfeil mit dem Pfeil verrutscht. Ja, genau, weil da waren nämlich noch mehr, genau. So, was wir hier jetzt haben, ist noch eine Kraftfutterstation. Das ist die jetzt von innen, eben indem das Kraftfutter einfach da runterrutscht. Was hier schön ist bei dieser Lösung, dass eben die Pferde dann bodennah fressen, so ein bisschen mit verdrehtem Kopf, aber ja, die 5 Minuten, in der das Kraftfutter gefressen ist, spielt es, glaube ich, keine sehr große Rolle. Und was man zusätzlich auch noch machen kann, man kann diese Kraftfutterstation dann auch noch als Selektionstore verwenden. Das heißt, Pferde würden hier reingehen, würden ihr Kraftfutter abrufen und kommen dann in einen anderen Bereich. Und somit könnte man quasi Laufwege konzipieren, dass diese Pferde dann eben hier wieder raus müssen, erstmal einen großen Weg laufen müssen, bevor sie dann hinterher in eine andere Station wieder reinkommen, entweder in die Raufutterstation oder sowas. Oder Selektion in Ad libitum-Fressbereich, Selektion auf die Weide. Also sowas gibt einen einfach auch noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Wasser haben wir schon durchdiskutiert, stallnah. Das Einzige, was hier noch zu sehen gibt, eben Einzeltränken. Neuere Konzepte sind tatsächlich auch Gruppentränken, die das jetzt anbieten, die eben auch da Pferden es dann gestatten, eben zu mehreren an einer Tränke zu saufen. Auch das ist eigentlich tatsächlich pferdetypischer, nicht einzeln zu saufen, sondern in der Gruppe. Hat aber so ein bisschen Hygiene.
Probleme wieder. In vielen Betrieben funktioniert das schon hervorragend, aber es bleibt abzuwarten. Also das sind auch ganz, ganz neue Konzepte, die wir jetzt eigentlich erst seit 2 bis 3 Jahren in einigen Haltungssystemen finden. Ich bin mal gespannt, ob die sich bewähren oder nicht. In Fällen wie wenn wir zum Beispiel Druseerkrankungen im Stall haben, bedeutet das natürlich dann ein erhöhteres Management, dass die Pferde sich dann nicht über die Tränken dann gegenseitig infizieren. Aber theoretisch ist auch sehr clever, sehr interessant Gedankenansatz, dass wir eben auch versuchen, den Pferden dann eben in der Gruppe Saufen zu ermöglichen. Ja, dann eben das, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe, natürlich die Bewegungsanreiz ist natürlich auch ein A und O des Aktivstalls, deswegen heißt er Aktivstall, weil man eben versucht, die Pferde aktiv zu halten und ihnen viel Bewegungsanreiz zu ermöglichen. Das kann man dann eben auch noch versuchen, zusätzlich über die verschiedenen Stationen zu steuern. Im Prinzip nehmen Pferde das eben auch sowieso sehr dankbar an, dass sie eben Auslauf haben. Weniger im Winter. Im Winter sehen wir das dann tatsächlich so, dass viele Pferde sich dann auch nicht mehr so viel bewegen und mehr dann im Bereich der Fütterungsautomaten bleiben. Das ist auch ganz natürlich. Auch Pferde reduzieren im Winter ihre Aktivität, um weniger Stoffwechselprozesse zu haben, also um weniger zu verdauen und mit weniger Futter zurechtzukommen. Ja, wenn wir das dann Ganze nochmal zusammenfassen, wir kommen jetzt dann schon langsam an die 2 Stunden ran, muss man sagen, Fütterung im Aktivstall hat natürlich auch Chancen und Herausforderungen. Das heißt, die Chancen sind natürlich, die Fütterung ad libitum wäre möglich oder mit Fresszeitverlängerung, Ruhe beim Fressen, weil wir viel Ausweichmöglichkeiten haben. Pferde fressen in Gruppen, das ist sehr artgerecht. Dann die individuelle Rationsgestaltung und der kontrollierbare Futterabruf, die viele Bewegung, die zum Verdauungsprozesse anregt. Bewegungsanreize, die wir schaffen können durch verschiedene Fütterungsstationen, Wasser ab libitum und natürlich einfach auch ad libitum Sozialkontakt. Herausforderungen bleiben aber auch, dass jedes System für jedes Pferd natürlich kalibriert werden muss. Das heißt, ich muss auch erstmal rausfinden, was braucht das Pferd denn eigentlich? Kommt es mit ad libitum Futter zurecht oder braucht es ad libitum? Muss ich regulieren? Muss ich abbremsen? Dann Fresshaltung an den Automaten ist nicht immer ganz artgerecht, wie wir es auch schon durchgesprochen haben. Es kann zu Aggressionen in den Gruppen kommen, wenn die Pferde mit den Automaten nicht gut zurechtkommen oder wenn es einfach zu wenig Automaten gibt. Zahnabnutzung an Heunetzen oder verdrehte Fresshaltung sollte ich im Auge behalten. Natürlich gibt es dann zum Teil auch hohen Bedarf in der Wartung. Auch das wird manchmal berichtet, dass die Systeme einfach dann auch von Technikern gewartet werden müssten. Dann ist die Frage auch, mit der sich auch schon einige Stallhalter beschäftigen, ob es notwendig wäre, ein unabhängiges Stromsystem zu installieren. Das hängt natürlich ganz davon ab, wie sicher das Stromsystem ist, weil wenn wir alle Futterautomaten stromgesteuert haben oder an ein zentrales System oder an einen zentralen Computer angeschlossen haben, müssen wir natürlich auch gewährleisten, dass der funktioniert. Also auch Technik ist immer super und gibt uns super Optionen, aber man muss natürlich auch kontrollieren, ob das tatsächlich klappt. Das ist tatsächlich nicht immer der Fall. Auch das ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dann bleibt wieder immer, was ich das eigentlich sage, auch jeder Aktivstall ist nur so gut wie seine Wartung oder sein Management. Auch hier muss man die Gruppenzusammenstellung kontrollieren und pflegen. Auch hier braucht es ein waches Auge von einem Betreiber, der schaut, wie gut die Pferde zusammenpassen und wie gut sie mit den Fütterungsoptionen zurechtkommen. Da kommt noch eine ganz interessante Frage. Gibt es Zahlen, wie alt Pferde in freier Natur werden? Also ich kenne selber einige Pferde, verwildert lebende Pferde, die über 25 Jahre schon sind. Wow. Das ist aber selten. Aber ist möglich. Also 25 über 30 ist mir jetzt nichts bekannt. Okay, dann habe ich hier noch ein paar Fragen gesammelt. Zum einen kam die Frage, dieses Halsband, was wir vorhin gesehen haben, dann mit dem integrierten Chip, welche Verletzungsgefahr das birgt, gerade Richtung Strangulation oder irgendwo hängen bleiben. Mhm.
Also ein Halsband ist immer noch besser als ein Halfter. Es gibt ja auch viele Betriebe, die sagen, Halfter in der Gruppenhaltung und auf der Weide geht gar nicht. Muss auf jeden Fall runter. Das heißt, diese Betriebe gehen dann manchmal zum Halsriemen über. Wenn dieser Halsriemen eher etwas lockerer ist, ist es meistens besser, weil es manchmal passiert, dass die mit dem Huf auch reinkommen. Wenn der etwas lockerer ist, können sie den Huf wieder rausziehen. Tatsächlich findet man das relativ selten, dass die Pferde sich tatsächlich mit dem Halsriemen irgendwo hängen bleiben oder strangulieren. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die sagen, dass man dann im Prinzip eine Stelle hat, in der das Ding zum Teil, also zur Not, dann eher reißt. Ich meine, wenn 500 Kilo Pferd an so einem Halsriemen hängen, dann sollte der eigentlich reißen, bevor das Pferd sich tatsächlich stranguliert. Ja, okay. Und auch in Richtung Verletzung, ich glaube, die Frage habe ich gesehen, kam relativ am Anfang schon, wo wir dieses Schiebersystem haben, wo der Schieber dann hochgeht, wenn die Fresszeit vorbei ist. Wenn das Pferd natürlich da gerade mit dem Kopf drüber hängt, ob das auch eine Gefahr birgt. Eigentlich nicht. Die gehen ganz langsam rauf und runter. Und die Pferde haben das meistens ziemlich schnell raus, dass sie dann den zurückgehen. Habe ich noch nie erlebt, dass das zu Verletzungen geführt hat. Die Pferde lernen das ja auch relativ gut, denke ich. Eigentlich ruckzuck, ja. Genau, und auch noch eine Frage zu den Fressständern. Wenn man jetzt zum Beispiel viermal täglich Heu vorlegt und die sind im Kopfbereich komplett geschlossen, um eben ein Rüberbeißen von den Nachbarn zu vermeiden, ob das dann noch artgerecht ist? Ja, man kann es ja trotzdem, man kann es so schließen, dass sie ja trotzdem durch die Lücken oder die Abstände noch die anderen Pferde sehen können. Ist schon möglich, das so zu konzipieren. Es gibt Pferde, die das tatsächlich bevorzugen, die einfach wirklich dann eben schon geschlossen haben, aber so ganz leicht durch die Ritzen noch die Artgenossen zu sehen, reicht für viele eigentlich aus. Okay. Und dann war vorhin auch noch mal die Frage, was jetzt genau unter diesem Slow Feeder verstanden wird. Das war, glaube ich, noch nicht so ganz klar, dieser Begriff. Slow Feeder heißt eigentlich alles, was die Fresszeit verlangsamt. Und das gibt es in verschiedensten Bausystemen. Das gibt es als Sack mit Löchern drin, das gibt es als Box mit Löchern oder eben auch mit Gitter, also als sozusagen als Futterautomat. Und Slow heißt, indem wir einfach nur Verlangsamung. Es ist im Prinzip, ist es ein Begriff, der sehr variabel benutzt wird und Sie werden sehen, wenn Sie mal auf die Equitana gehen, es gibt eine Unzahl an Angeboten von diesen Slow Feedern und alle werden ihn für ihn vermarkten, dass Ihr System das Beste und pferdegerechteste ist. Ein bisschen das Problem dabei ist, dass dieser Markt sich so schnell erneuert, dass also diese Systeme zum großen Teil überhaupt nicht getestet sind. Das heißt, wir haben in Deutschland keinen TÜV für solche Produkte. Jeder kann die herstellen und vermarkten und kann ihnen auch erzählen, dass das tierartgerecht ist und toll und so weiter. Da hat noch nie einer drauf geschaut. Und das wissen die wenigsten, glaube ich, auch bei uns aus unserem Pferdemarkt, dass es da eben keine Prüfstationen gibt oder sie tatsächlich eben diese Kauf, ja, wie soll ich sagen, ja, Kaufargumente tatsächlich überprüfen. Okay, ich hoffe, damit habe ich jetzt ungefähr, ja, müsste ich eigentlich alle Fragen reingegeben haben und dann würde ich sagen, machen wir noch mal weiter. Ja, aber wir sind eigentlich durch, mehr oder weniger. Das heißt, ein bisschen Literatur habe ich Ihnen noch angehängt. Wer gerne noch ein bisschen was zum Pferdeverhalten lesen möchte, kann gerne sich auch mein Buch zulegen. Da habe ich natürlich ganz viel auf Pferdeverhalten, aber auch Haltung und Training Wert gelegt. Und ansonsten, ja, wollte Helena, glaube ich, noch ein bisschen was zu guten Futtermitteln Genau, erzählen. dann war das ja jetzt wirklich eine ziemliche Punktlandung mit den 2 Stunden. Ich habe auch gar nicht mehr viel zu sagen. 2, 3 Folien noch, weil wir auch vorhin es über die Verdauungsstörungen ja hatten, möchte ich noch kurz auf ja, unsere Produkte hinweisen. Wir haben uns ja auf Kräuter und Naturstoffe spezialisiert. Und allem voran, was mit Sicherheit vielen bekannt ist, ist das Colosan. Das wäre also jetzt das ja, typische Produkt, wenn es ums Verdauungsstörungen gibt, aber wir haben drumherum auch in Richtung Verdauung und alle möglichen anderen
ja, Organe, genau, sehr viel im Sortiment. Also wenn Sie möchten, schauen Sie da gerne mal vorbei. Wir haben da zum einen den Online-Shop, auch eine Webseite und eben auch unsere Fachberatung. Das heißt, wenn Sie tatsächlich eine individuelle Beratung möchten zu den Produkten oder auch ganz allgemein zu gesundheitlichen Fragen, können Sie sich da gerne auch an uns wenden. Und jetzt haben wir heute Abend schon ein sehr schönes Webinar mit dir, Constanze, gehalten. Und es wurde vorhin schon gefragt, das Webinar wird auch aufgezeichnet und Sie bekommen dann im Nachgang auch den Link zur Verfügung gestellt. Das wird zwar ein paar Tage dauern, aber da bekommen Sie dann eine E-Mail. Und Sie können auch gerne mal in unserer Mediathek vorbeischauen. Das ist auch auf unserer Webseite. Unter dem Reiter Akademie finden Sie da Aufzeichnungen auch von vergangenen Themen. Da gibt es ganz Verschiedenes von Verdauung, Stoffwechsel, das Thema Hufe. Können Sie sich gerne mal durchklicken. Und zu guter Letzt noch eine kurze Vorschau auf die kommenden Webinare, die auch schon auf der EduDe-Plattform eingestellt sind, wo Sie sich gerne schon anmelden können, wo wir uns auch über Zuhörer freuen. Da haben wir jetzt im August anstehen den Bewegungsapparat. Da wird sich wirklich alles um Muskeln, Bänder, Sehnen, Gelenke drehen. Im September, weil das vielfach gewünscht wurde, ein Webinar ganz speziell für die Oldies, für die älteren Pferde. Und dann auch noch im Winter nochmal das Thema Magen, weil das einfach auch doch ein sehr relevantes Thema ist. Und da, wie gesagt, schauen Sie gerne mal vorbei, melden sich an. Und ja, wir sehen hier schon, Constanze, es wird ja, ganz viele Dankeschöns an dich ausgesprochen. Also von mir auch nochmal ganz vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast für so ein spannendes Thema. Ich denke, da konnten wir alle sehr viel draus mitnehmen, sehen auch, wie vielschichtig das Thema ist. Da ist jetzt bestimmt, hat der ein oder andere da jetzt sich auch Notizen gemacht und geht vielleicht morgen mal in den Stall gucken, wie es bei ihm so ist. Genau, und jetzt gucke ich gerade noch mal auf die Schnelle, ob jetzt gerade noch mal eine Frage kam. Aber so wie ich das sehe, hoffe ich, dass wir soweit alle Fragen. Michaela Schmidt schreibt, ich hätte noch eine Frage, aber welche Frage schreibt sie nicht? Okay, ich kann Vielleicht noch mal eine Minute kam die ja warten, noch vielleicht schreibt weiter unten. Doch, kommt, meinte sie jetzt gerade noch. Okay, für sie eine haben wir noch Zeit. Aber in dem Sinne kann ich auch erst mal sagen, vielen Dank. Wir waren auch sehr angenehme Zuhörer. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu arbeiten. Und wie gesagt, mal ein anderer Ansatz, sich nicht nur über die Futtermittel immer zu unterhalten, sondern auch, wie wir sie denn eigentlich überhaupt präsentieren. Oder was für Optionen wir jetzt dann haben, unsere Pferde zu füttern. Also Frau Schmidt meinte, okay, die Frage ist jetzt zu lang. Das bedeutet, glaube ich, wir vielleicht ein andermal, ein okay. andermal. Genau. Gerne auch per E-Mail. Also Sie können mir gerne dann auch die Frage per E-Mail noch schreiben. Beantworte ich dann natürlich auch gerne noch im Nachgang. Oder so, das ist ja auch ein gutes Angebot. Okay, Gut. dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Nochmal vielen Dank auch an Sie zu Hause, dass Sie so lange durchgehalten haben. Und wünsche noch einen ganz schönen Abend. Constanze, wenn ich jetzt das Webinar beende, dann ist tatsächlich auch unsere Leitung direkt unterbrochen. Wir können uns ja im Nachgang gerne nochmal unterhalten. Aber genau, dann würde ich sagen, verabschieden wir beide uns jetzt.